So. Grüß euch, Bernd. Geht's? Okay. So, jetzt funktioniert's. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte Sie und euch recht herzlich begrüßen heute Abend zur Veranstaltung Konen Plus. Die Susanne Aigner, die Landtagskandidatin aus dem Berchtesgadener Land, und ich, wir freuen uns natürlich besonders, dass wir eben so tolle Unterstützung auch von der Bundesebene bekommen und von der Landesebene, dass wir mit Natascha Konen, die ich hier jetzt sehr herzlich begrüßen möchte, dass wir mit Natascha, die Landesvorsitzende der Bayerischen SPD, die Spitzenkandidatin und auch stellvertretende Parteivorsitzende von ganz Deutschland hier zu Gast haben. Und natürlich auch, dass wir quasi ihre Chefin der gesamten SPD im Bund hier haben. Sie ist ehemalige Arbeitsministerin, sie ist Bundestagsabgeordnete, sie ist Fraktionsvorsitzende der ältesten Partei in Deutschland. Liebe Andrea Nahles, sehr schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen in Bergen. Ja, und für uns als SPD im Landkreis Traunstein, im Landkreis Berchtesgadener Land, ist das natürlich eine Riesenehre. Und uns freut es umso mehr. Da hinten haben vorher ein paar Absperrwände gestanden. Da hinten war vorher auch die Tür zum Balkon oben zu, dass das alles jetzt umgebaut worden ist, während wir hinten waren und nur ein Pressegespräch gehabt haben und der Saal wirklich richtig voll ist. Das freut mich wahnsinnig. Richtig schön, dass so viele gekommen sind. Genau, und Boleit möchte ich natürlich besonders begrüßen. Und da möchte ich ganz am Anfang nennen den Hausherrn von Bergen, den Stefan Schneider, unseren Bürgermeister. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Auch wenn du das falsche Parteibüchlein hast, freut es uns natürlich umso mehr, dass du da bist. Und natürlich möchte ich auch ganz besonders begrüßen alle Bergner Gemeinderäte, die auch noch da sind. Freut uns natürlich besonders, und ich möchte auch begrüßen unsere Bundestagsabgeordnete und SPD-Kreisvorsitzende, die Dr. Bärbel Kofler. Herzlich willkommen. Außerdem möchte ich noch besonders auch begrüßen alle Bürgermeister, die da sind. Ich war jetzt hinten und ich habe nicht direkt den Überblick, aber den Oberbürgermeister von Traunstein habe ich auch gesehen. Herzlich willkommen, lieber Christian Kegel. Schön, dass du auch da bist. Genau. Und stellvertretend für alle weiteren Gemeinderäte, Kreisräte und Mandatsträgerinnen möchte ich auch ganz herzlich begrüßen die Vorsitzende der Kreistagsfraktion der SPD, die Traudl Wiesholler-Niederlöhner. Schön, dass du da bist, Traudl. Genau, und die Begrüßung zu machen ist natürlich immer mit die undankbarste Aufgabe, die man so hat, weil irgendwie vergisst man alle zum Begrüßen. Jetzt, ich möchte noch ganz besonders begrüßen auch den Bezirkstagskandidaten aus dem Berchtesgadener Land, der Markus Eicher, den ich gerade noch sehe. Herzlich willkommen. Und möchte mich ansonsten bei allen entschuldigen, die ich jetzt vergessen habe. Genau. Man möchte es mir bitte verzeihen und ich darf dann einen an der Bar zahlen. Ja, als Bergner Gemeinderat freut mich das natürlich wahnsinnig, dass die Veranstaltung eben auch in Bergen heute stattfindet, am Fuße des Hochfels, das übrigens ein wunderschöner Aussichtsberger ist, wo man auch rauffahren kann mit einer Seilbahn. Und ja, bei uns in der Region, ich glaube, wir sind eine wirtschaftlich starke Region mit einer sehr gemischten, mit einer sehr guten Mischung aus Tourismus, Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen auch.
Wir haben eine verhältnismäßig niedrige Arbeitslosigkeit. Trotzdem gibt es natürlich bei uns genauso Herausforderungen in der Region, wo wir als SPD uns darum kümmern müssen, wo sich die Politik darum kümmern muss. Und ich glaube, dazu gehört zum Beispiel, dass das Wohnen sich hier in der Region, das ist eine schöne Urlaubsregion, sich auch alle leisten können. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man dafür sorgen, dass am Arbeitsmarkt ein bisschen gerechter zugeht, dass man weniger befristete Verträge haben, am besten gar keine befristeten Verträge mehr. Und dass man eben sichere Beschäftigungsverhältnisse, dass man unsichere Beschäftigungsverhältnisse eben allgemein beenden. Und wir werden noch über ganz viele Themen reden. Ein Thema möchte ich nur ganz kurz ansprechen, weil es eine riesige Herausforderung ist. Das ist das Thema Pflege. Und ich glaube, da müssen wir dafür sorgen, dass es mehr Zeit gibt, dass es mehr Personal gibt und dass dort mehr da wird für die Pflegenden, für die Angehörigen und fürs Personal. Und viele von Ihnen und euch haben vielleicht am Eingang, oder sind schon angesprochen worden, am Eingang, da gibt es aktuell ein Volksbegehren gegen den Pflegenotstand in Bayern an den Krankenhäusern. Was wir als SPD gemeinsam mit Gewerkschaften, mit Sozialverbänden, mit anderen Organisationen unterstützen. Es gibt ein Infomaterial dazu, schaut es mal an. Würde uns freuen, wenn Sie das auch unterstützen. Genau, ansonsten werden wir noch ganz viele andere Themen heute haben und ich übergebe jetzt an die Susanne Aigner, meine Kollegin aus dem Berchtesgadener Land, die ganz kurz was zum Format heute sagen wird. Herzlichen Dank. Genau, nur ganz kurz. Wir haben heute einen besonderen Abend, weil dieses Format sicher von euch noch gar nicht bekannt ist. Wir haben heute keine Festzeltrede, sondern wir haben heute ein Gespräch mit unserer Spitzenkandidatin Natascha, mit unserer Parteivorsitzenden Andrea Nahles. Und es sieht so aus, dass die beiden sich über die wichtigsten Dinge unterhalten. Es geht auch sehr viel um die Person hinter einer Politikerin und im Grunde habt ihr dann alle danach die Möglichkeit, mit uns beiden an den Mikrofonen Fragen zu stellen und dies auch gut, ihr könnt euch die Fragen im Gespräch schon merken und dann bitte einfach aufzeigen, dann kommen wir zu euch und arbeiten das alles zügig ab. Jeder kommt zu Wort. Und jetzt freuen wir uns auf die Natascha und auf die Andrea. Danke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist wirklich wundervoll, hier vor diesem vollen Saal zu sitzen. Und lieber Seppi, jetzt lass mich doch noch den einen oder anderen Satz zu dir sagen. Den Seppi Patzinger kenne ich ja schon seit Jahren. Und Seppi, du weißt, was passieren kann. Du bist stellvertretender Bundesvorsitzender und du weißt, was Andrea mal war. Hm? Also, da geht noch was. Liebe Susanne, herzlichen Dank auch für die nette Begrüßung und auch die kurze Erläuterung, was das für ein Format ist. KONEN Plus ist etwas, wo ich einfach Menschen Ihnen auch vorstellen möchte, die Sie vielleicht schon kennen, durchaus, aber vielleicht auch menschlich noch gar nicht so wirklich wissen, wie ist denn die? Wie kann ich denjenigen denn fühlen? Oder Sie kennen auch mich vielleicht noch gar nicht so sehr, wissen noch überhaupt nicht so, was hier steckt denn eigentlich hinter der. Und wir hatten in dieser Reihe jetzt schon sehr ungewöhnliche Persönlichkeiten, zum Beispiel Jan Weiler, den kennen Sie vielleicht, der hat Maria, ihm schmeckt's nicht geschrieben. Der Jan Weiler hat gesagt, ach ja, das mache ich. Oder beispielsweise Christian Stückel, den Chef des Volkstheaters, der ja im Juli ausgesprochen viel Stress hatte, als er mit aufgerufen hatte zu einer Demonstration, die sich ausgehetzt nannte. Oder den Fonsi, den Christian Springer, der war auch schon dabei. Oder der Urban Priol. Oder, wie gestern Abend, Heiko Maas war auch schon bei KONEN Plus und Marlo Dreyer. Und heute ist es mir eine ganz besondere Freude, mit einer Kollegin hier zu sitzen, die in meinen Augen in der Zeit, in der ich sie jetzt wirklich näher kennenlernen durfte, und ich glaube, Andrea, in dem letzten halben Jahr habe ich dich tatsächlich, ich habe sie sogar in den Nächten kennengelernt, und zwar in den Nächten der Koalitionsverhandlungen, war keine einfache Zeit. Ich habe mir das auch nicht vorstellen können, als ich die ersten Ansätze gemacht habe und gesagt, ich könnte mir vorstellen, weil ich es für wichtig halte, dass Bayern auch wieder eine stellvertretende Bundesvorsitzende hat,
Aber meine Vorstellung war damals nicht, dass wir in Koalitionsverhandlungen landen. Das war deine, glaube ich, auch nicht. Aber lass uns vielleicht erstmal noch mal ein bisschen in dein Leben hineingehen. Ich habe unglaublich gelacht in den letzten Tagen. Ich habe natürlich über Andrea gelesen, habe mich so ein bisschen eingelesen in dein Leben. Und in der Abi-Zeitung, also zwischen uns liegen nur wenige Jahre, ich bin 3 Jahre älter als du, ich bin Jahrgang 67, du bist Jahrgang 70. Und als Andrea ihr Abitur machte, beantwortete sie die Frage nach ihrem Berufswunsch mit 2 Dingen. Sie sagte Hausfrau oder Bundeskanzlerin. Andrea, wie kommst du denn zu 2 solch Berufswünschen oder war es mit einem Augenzwinkern oder was steckte da für dich dahinter? Ja, ich habe die eigentlich, liebe Natascha, die 2 unwahrscheinlichsten Optionen genannt und es hat sich in meinem Leben doch alles ganz anders gefügt. Hausfrau bin ich schon, der Rest, schauen wir mal. Genau. Wenn du sagst, dein Leben hat sich ganz anders gefügt, dein Papa war Maurer, ja. Was hat denn deine Mama gemacht und wie war denn dein Zuhause eigentlich? Also ich komme aus einem kleinen Dorf mit 450 Einwohnern und ich komme eigentlich aus so einem Umfeld, wo die Familie nicht weit weg wohnt, die Verwandten mit vielen Cousinen groß geworden, eigentlich in der Großfamilie. In der Woche war es immer so, dass wir mit 10, 12 Leuten am Tisch waren. Nur sonntags wurde man dann irgendwie getrennt. Also wir Kinder fanden das gar nicht gut. Wir fanden den großen Tisch eigentlich immer besser mit den Cousinen. Mein Opa war Schmied und wir haben also einen Hufschmied und ich bin so mit dem Geruch von Metall und Pferdehorn groß geworden. Mein Vater Maurer, ich komme also aus einer klassischen Handwerkerfamilie, Nebenerwerbslandwirtschaft. Und meine Mutter war aber, und das unterschied sie doch sehr, 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 sehr klar von fast allen Frauen bei uns im Dorf, berufstätig. Aha. Sie war nämlich, sie hat auch einen höheren Bildungsabschluss gehabt als mein Vater, sie war nämlich Realschülerin. Begründung von meinem Opa, ich hatte halt nur Mädchen. Also er hatte nur Mädchen bekommen und dann hat er entschlossen, die Jüngste, die geht halt zur Realschule. Und dann hatte meine Mutter im Gegensatz zu allen anderen Frauen in der Altersklasse sowohl einen Realschulabschluss und auch dann war sie als Finanzangestellte beim Finanzamt beschäftigt. Und als das renoviert wurde, hat sie meinen Vater kennengelernt, der Maurer. Und dann, da war sie 16 und die sind, bis mein Vater jetzt vor wenigen Jahren verstorben ist, zusammen gewesen. Und das war eine sehr, sehr gute, stabile Ehe, aber auch eine auf Augenhöhe. Also meine Mutter ist die Finanzministerin bei uns zu Hause, Logo, Finanzangestellte. Und sie waren sehr, sehr ebenbürtig, meine Eltern. Und mir, ich dachte, das wäre normal. Und ich habe es später, als ich dann etwas weiter geguckt habe, festgestellt, dass die Ehe meiner Eltern zumindest für die Eifel, für diese eher doch klassische Region in der Zeit in den 70ern, als ich aufwuchs, doch eher ungewöhnlich war. Also sehr stark auch von meiner Mutter eben auch geprägt. Ne? Und wie war das bei dir zu Hause? War es da auch schon sozusagen, ich bin nämlich aufgewachsen in München. Und jetzt, Christian, jetzt sage ich dir, was mich mit Traunstein auch verbindet. Ich bin in München geboren und aufgewachsen und meine Mutter kommt aus Irland. Und meine Eltern haben sich aber dann sehr, sehr früh getrennt. Und mein Vater hat dann, wie ich 6 war, eine wunderbare neue Frau kennengelernt. Man kann nämlich im Leben auch 2 Mütter haben, habe ich gelernt. Und die kommt aus Traunstein. Und die ganze Familie kommt aus Traunstein. Die Schwester sozusagen meiner 2. Mutter heißt Spatzl. Die sind auch am Marktplatz, haben so einen Laden. Und meine Cousinen kommen alle aus dem Chiemgau, hier aus Chieming direkt. Also insofern ist hier für mich, ich war immer jeden Sommer hier in Chieming eine Woche. Und meine Cousine, die ja eigentlich total vom Land kam, die hatte es, ich weiß nicht, ob sie es jetzt mitkriegt, aber die hat es faustdick hinter den Ohren gehabt, ganz anders als wir Städter. Wir kamen uns fast schon ein bisschen, sag ich mal, normal vor, obwohl ich ja eigentlich aus einem 68er-Haushalt kam. Bei uns ging es unglaublich politisch zu. Mein Vater war Hambrücher-Anhänger und eben die 2. Frau meines Vaters, Willy Brandt. Und die hat mich übrigens auch nahegebracht dann Helmut Schmidt. Als der gehen musste, war ich auf dem Marienplatz und beobachtete
Schmidt, ich wusste überhaupt nicht, sozusagen, wer ist das? Man konnte es damals nicht googeln und dann habe ich das erst im Laufe der Jahre sozusagen für mich herausgefasst. Wie war denn das bei dir? Wurde so ein bisschen schon politisch, weil Sie müssen wissen, Andrea Nahles hat in der Eifel ihren eigenen Ortsverein, sage ich mal, gegründet. Wie bist du denn dazu gekommen, dass das dann, wie bist du politisiert worden? Gab es da einen Schlüsselmoment? Also bei uns wurde nicht über Politik geredet. Und schon mal gar nicht, was meine Eltern wählen, das war mir lange ein Rätsel. Und warum war das so, das lernte ich erst mit 14 kennen. Also das erste Mal, dass meine Eltern irgendwie sauer waren, war, als Helmut Schmidt irgendwie dann nicht mehr Kanzler war. Das war ja dieses Misstrauensvotum. Und an dem Abend kam die Frau vom Diakon und kaufte bei uns Eier, weil wir haben immer Hühner bis heute noch. Und die meinte, endlich eine geistig-moralische Wende. Und ich merkte, dass meine Mutter die Frau mehr oder weniger fast rausgeschmissen hat. Also sehr unfreundlich war. Und da dachte ich, ups, meine Eltern scheinen ja da anderer Meinung zu sein. Und das war das erste Mal, da war ich 12, das war 82, dass mir irgendwie auffiel, aha, da gibt es irgendwie Unterschiede, was das angeht. Und ich bin dann wirklich politisiert worden über was ganz anderes. Ich habe mit 14 Jahren rausgefunden, großes Familiengeheimnis, dass mein Opa, den ich sehr geliebt habe, der Hufschmied, Mitglied der NSDAP war. Und durch einen Zufall, sein Meisterbrief hing bei uns im Wohnzimmer, immer schon, und da stand 1933 drunter. Ich kam frisch aus der Schule mit 14 und sagte, 33, da war doch was, Opa, erzähl doch mal. Und dann, boom, ging der Rollladen runter. Und dann habe ich erst, weil das ein Familientabu war, weil keiner darüber redete, habe ich dann mich mit dieser Sache auseinandergesetzt. Und das war eigentlich dann so der Weg, für mich damit erstmal mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Und dann habe ich das natürlich schwer aushalten können. Also der Opa, den ich liebe, der übrigens auch das für einen Fehler gehalten hat, dass er Mitglied der NSDAP geworden war. Also er hat das nie verteidigt. Aber auf der anderen Seite dann dieses schreckliche Ding, wo ich mich ja irgendwo ein bisschen geschämt habe. Und dann waren wir, die in unserer Familie, dann ging das bei jeder Tagesshow ab abends. Ne? Also dann fing ich an, mit meinem Opa zu streiten. Nicht mit meiner Mutter, nicht mit meinem Vater, sondern dann ging das zwischen uns, zwischen Enkelin und dem Opa. Und über diese Geschichte bin ich dann eigentlich so ein Stück weit politischer geworden, habe mich mehr interessiert, habe mehr gelesen. Wie gesagt, kleines Dorf. So, und dann habe ich irgendwann mich mit meinen Schulkameraden unterhalten. Ich war auf der Realschule und dann hatten wir vor, einen Jugendraum zu gründen. Da wollten gerne einen Jugendraum haben, ging zum Gemeinderat, zum Bürgermeister. Nee, das macht Dreck, das ist laut, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und dann waren wir doch sehr verärgert. Und dann kam uns die Idee, jetzt ärgern wir die mal alle. Jetzt gründen wir mal einen SPD-Ortsverein. Und okay. Wir hatten ehrlich gesagt nicht die leiseste Ahnung, wie man sowas macht. Und es war aber das Naheliegendste. SPD schien uns am naheliegendsten. Wir waren alle irgendwie so aus Arbeiter- oder Handwerkerfamilien. Und unser Lieblingslehrer, der war auch in der SPD. Wir hatten kein Parteibuch gelesen. Wir hatten von Tuttenblasen keine Ahnung. Wir wussten gar nicht, dass wir Jusos waren. Unter 35 hätten wir eigentlich ein Juso-AG gründen können. Aber nö. Und dann habe ich das einfach in die Hand genommen. Ich war auch die einzige Frau. Alle, die anderen sieben waren alle Jungs. Und dann haben wir einfach einen Termin in der Kneipe angesetzt. Gründung SPD-Ortsverein und haben das in die Zeitung gesetzt. Wie alt warst du da? 18. 18. Und dann ging es natürlich, das in so einem Dorf, 18% SPD damals. Und ey, die SPD-Wähler haben sich nie offen bekannt. Und dann hat meine Mutter reagiert und hat gesagt, das geht nicht. Mein Vater leitete den Kirchenchor, meine Mutter ist im Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde und das kannst du nicht bringen, sag das ab. Und da habe ich gesagt, nein. Und dann hat meine Mutter, wir hatten einen Neubau, der war noch nicht fertig, kam ich mittags von der Schule, hat sie alle meine Sachen in den Neubau reingetan. Um mich zu zwingen, hat mich rausgeschmissen. Um mich zu zwingen, die Gründung des SPD-Ortsvereins abzusagen. Weil sie wollte, nicht etwa, weil sie was gegen die SPD hatte,
sondern, Zitat, du bringst Unruhe ins Dorf. Auf Vereifler Dialekt versteht ihr aber nicht jetzt. Und dann habe ich gesagt, und jetzt erst recht, ne? Wie das dann so ist mit 18. Und dann bin ich natürlich Ortsvereinsvorsitzende geworden. Dann fing das so an. Ne? Aber es war erstmal auch ein Akt der Rebellion, ein Stück weit, gegen diesen Gemeinderat, der sich nicht bewegte, keinen Jugendraum einrichten wollte. Und es war auch ein Akt letztendlich dann auch des Trotzes gegen die Eltern, die dann irgendwo meinten, das müsste jetzt nicht sein. Und heute, 8 Jahre nach mir, sind meine Eltern in die SPD eingetreten. 8 Jahre habe ich gebraucht. Kompliment. Du hast ja aber auch mal angegeben, so ein bisschen auch, du bist ja natürlich, das finde ich jetzt tatsächlich faszinierend, weil ich dich so noch nie kennengelernt habe, kommt ein ganz anderer Blick auf dich, aber du hast auch mal gesagt, der Glaube, und du bist ja auch sehr engagiert, ja, in der Kirche, der Glaube ist eine Grundlage auch für dein politisches Engagement. Hat sich das dann im Laufe der Jahre entwickelt, beziehungsweise Glaube entwickelt sich nicht, der entwickelt sich ja schon sehr, sehr viel früher, zumindest bei dir ja auch, aber der hat immer eine unglaubliche Rolle gespielt. Also sagen wir mal, ich bin ja Christin, bevor ich jetzt Sozialdemokratin geworden bin. Ne? Also ich glaube, meine Eltern, die haben auch eine Vormundschaft übernommen für eine blinde Frau, die schlecht versorgt wurde. Ich glaube, so im Alltag haben meine Eltern mir da ein Vorbild geliefert. Das hatte nichts mit Politik zu tun, sondern dass man den anderen wahrnimmt, dass man sich kümmert. Also das war etwas, wo bei uns selbstverständlich zu Hause war. Da wurde gar nicht groß drüber geredet. Da gab es auch gar nichts. Das wurde einfach gemacht. Und meine Oma war sehr, sehr gläubig und katholisch. Also heute würde ich sagen, oje, oje. Ne? Mhm. Aber ich selber bin da so reingewandt, war Messdienerin. Das war dann auch so eine Nummer. Ich war 79 Messdienerin geworden. Und dann kam eine Postille vom Papst. Mädchen dürften keine Messdienerin sein. Ja. Dann hat der Pastor Zech uns in die Sakristei alle bestellt. Mädchen, Jungs, hat diese Postille vorgelesen. Hat die zusammengeknüllt, in den Papierkorb geworfen und gesagt, ich habe nicht genug Jungs. Damit war das erledigt. Und das war im Prinzip so der rheinische Katholizismus, sage ich jetzt mal, das wurde halt ein bisschen anders gehandhabt. Ja, das war dann so ein bisschen pragmatisch und ich durfte dann als erste Frauengeneration, wenn man so will, erste Mädchengeneration Messdienerin bleiben. Und das habe ich dann auch ganz lange und sehr gerne gemacht. Und das waren auch die ersten Erfahrungen so am Mikro. Ich war dann Osterpassion, Erzähler, durfte ich dann mit 14, war ich total stolz. Habe ich ganz viel geübt, dass ich das dann machen durfte. Und habe auch dann die Angst so verloren, vor Leuten zu reden, sage ich mal. Also das war jetzt auch nicht nur von dem Glauben her, sondern auch von dem, was ich als Messdienerin dann auch lernen konnte, war das eigentlich eine schöne Sache. Also das ist so eine Prägung und ich versuche das auch heute meiner kleinen Tochter zu vermitteln, die ist jetzt ja 7,5 und wir lesen jetzt auch in der Bibel, sie interessiert sich auch, also David gegen Goliath, klar, Josef in der Grube mit den Brüdern, das wirft Fragen auf, wie konnten die so gemein sein? Also ich versuche jetzt auch ich versuche das auch zu vermitteln, weil es mir wichtig ist. Und du hast mich gefragt, was bedeutet, darüber rede ich nicht so gerne. Nein, das ist auch völlig okay. Das ist etwas, was ich mir für mich selbst ein Stück weit... Ja, das ist auch sehr, sehr schön, weil es gibt ja andere Personen, die, sage ich mal, mit Glauben und Kreuzen anders umgehen, insbesondere hier in Bayern, sage ich mal. Und ich sage auch immer, Glaube ist etwas sehr Persönliches. Glauben kann man auch nicht vorschreiben und kann man auch und es gibt eine Religionsfreiheit und es gibt auch eine Glaubensfreiheit. Insofern finde ich das auch eine sehr, sehr gute Antwort. Lass mich nochmal hineingehen. Und hast du eigentlich, weil meine Schlüssel, also neben dem, dass ich mit meiner zweiten Mutter dann eben zu Helmut Schmidt auf den Marienplatz gegangen bin und den kleinen Mann, für mich war es ein kleiner Mann da oben, hatte mich damals unglaublich beeindruckt. Die vielen erwachsenen Männer, damals noch mit dem grünen Parkas Deutschland fahren, die weinten und immer Helmut, Helmut riefen. Ich wollte herausfinden, wer ist Helmut Schmidt eigentlich? Und wirklich politisiert hat mich aber mein Direktor des Gymnasiums, ich war in der 12. Klasse, 86,
der hat etwas, was für einen Gymnasialdirektor in Bayern sehr ungewöhnlich ist. Und Sie können sich vorstellen, welches Verhältnis der zum Kultusministerium hatte. Der hat nämlich 2 Busse bestellt und hat gesagt, steigt mal ein und fahrt nach Wackersdorf. Ja, der Mann war absolut ungewöhnlich, der war 2 Meter groß, der war für mich immer schon so, also wirklich eine imposante Person. Wir hatten 1200 Schüler, der kannte jeden per Name und der hat uns nach Wackersdorf geschickt und hat gesagt, schaut euch das an. Das war für mich aber, wie ich da ausgestiegen bin, der Moment schlechthin, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Land auf seine Bürgerinnen und Bürger CS-Gas sprüht, weil die zivilen Widerstand leisten gegen etwas, was sie nicht wollten, und dann diese Berliner Einheiten, die aus den Zäunen rauskamen, auf den Bäuerinnen und Bauern, die die Stöcke zerschlagen haben, da war für mich klar, in so einem Land will ich nicht leben. Und da sind wir zurück und dann haben wir auch etwas gemacht, wo wir auch von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten. Also wir haben natürlich Wackersdorf und so weiter. Daher habe ich übrigens auch Biologie studiert, weil ich wollte einfach diesen Planeten auch irgendwie retten. Und das willst du doch hoffentlich immer noch, Natascha, oder? Ja, klar. Du glaubtest nicht, wie ich meinem Vater auf den Senkel gegangen bin. Wir sind natürlich immer zur Oma gefahren nach Chieming und ich saß hier immer hinter dem und habe gesagt, du darfst nur 100 fahren, dem Wald zuliebe. Und der dachte immer... Und ich komme vom Nürburgring, bei uns ist das ein bisschen anders. Also. Ja, beim Nürburgring reden wir lieber nicht, weil da kommen ein ganz andere Gefilde. Aber wir haben dann in der 13. Klasse, haben wir, Sie erinnern sich vielleicht noch, den Mikrozensus, Volkszählung. Da sind die Lehrer raus und haben gesagt, bei uns, wir hatten übrigens auch in unserem Gymnasium, das macht diesen Direktor vielleicht noch ungewöhnlicher, wir hatten Wirtschaftslehrer, die in der DKP waren. Man hat interessante Wirtschaftslehre gehabt. Und wir sind dann raus und haben, ich habe dann das vor kurzem gefunden, im Flugblatt, da habe ich drauf geschrieben, nur Schafe lassen sich zählen. Und dann haben wir noch ein bisschen was drunter geschrieben. Und die haben wir verteilt und dann sind wir vom Mathelehrer angezeigt worden. Wir verdächtigen ihn zumindest. Aber das war echt nicht lustig, weil das war tierisch teuer. Wir mussten dann 1200 € D-Mark damals Strafe zahlen und wir waren zu viert. Also das hat wehgetan. Und übrigens, da hat mich mein Vater, hat er gesagt, tja, mach mal. Und dann mussten wir zahlen und das war auch okay so. Mein Bruder hat immer gegrinst, weil er gesagt hat, du kommst auf die schiefe Bahn, hat natürlich meinem Vater zugezwinkert. Mein Vater war dann auch etwas besorgter langsam. Aber ich habe dann eben angefangen, Bio zu studieren. Aber hat Wackersdorf sowas, hat Umweltpolitik, also das war bei euch in der Eifel im Prinzip so? Doch. Es ist interessant, ähnlich, obwohl ich dann bei der SPD gelandet bin, weil ich mich da letztendlich auch, das hat ja dann so eine Bauchentscheidung, ist das ja am Ende, auch wegen meiner Herkunft und weil mein so ein Arbeiterstolz und Handwerkerstolz, den habe ich schon mitbekommen. Mhm. Und Arbeit war eigentlich so das Prägende bei uns zu Hause. Es wurde schnell gegessen in der Woche, damit man wieder schnell zur Schmiede kam. Also so eine Haltung ist bei mir auch irgendwo mit intravenös in der Kindheit. Aber was war jetzt der Grund, warum ich dann erstmalig politisch auch richtig aktiv wurde, noch bevor ich den Ortsverein gegründet habe? Es sollte ungelogen in einem Kilometer, 10 Kilometer voneinander entfernt, eine Müllverbrennungsanlage und eine Sondermüllverbrennungsanlage gebaut werden. Ende der 80er Jahre. Ganz konkrete Pläne. Und wir sind dann auch mit unserem Chemielehrer und Biolehrer, der Herr Arns, der war beim BUND dann, da sind wir dann dagegen und wir haben beide Anlagen verhindert und beide werden bis heute nicht vermisst. Also mit anderen Worten, das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, aha, du kannst politisch dich einbringen und es passt. Also es war ein gutes Gefühl, weil ich das Gefühl hatte, es hat tatsächlich was gebracht. Also mein erstes großes politisches Engagement war nicht erfolglos gewesen. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, wenn man so eine Erfahrung ganz am Anfang macht. Und dann bin ich aber nicht direkt danach irgendwo in eine Partei eingetreten, sondern es war erstmal so ein politisches Engagement mit 16, 17 und mit 18 habe ich mich dann entschlossen, in die Partei anzutreten. Mhm. Bevor wir jetzt dann in die Jetztzeit, man könnte mit Andrea Nahles, sage ich Ihnen ganz ehrlich, glaube ich, noch 4-5 Stunden über ihr Leben sprechen, weil da ja unglaublich viele Punkte noch kommen, die ganz spannend wären. Aber bevor wir vielleicht doch dann auch angesichts der Zeit heute Abend dann in die Jetztzeit hineinspringen, weil du ja auch eine enorme, sage ich mal, Aufgabe, auch Verantwortung im Moment hast, nicht nur du, sondern ich sage immer auch in der Sozialdemokratie, weil oft gesagt wird, was wollt ihr denn da machen, damit die Partei das und damit das und das passiert? Ich antworte immer, ich glaube, die Frage muss lauten, was wollen wir
machen. Also es lastet nicht auf dir, sondern wir haben alle samt, die wir politisch aktiv sind und auch nicht nur in der SPD, sondern alle Parteien, demokratischen Parteien, muss man in diesen Tagen ja sagen, eine hohe Verantwortung. Will ich dir aber noch eine durchaus humorvolle Frage noch stellen, weil ich da auch drüber ein bisschen gestolpert bin, über den Titel deiner Magisterarbeit. Andrea Nahles hat nämlich Literaturwissenschaft studiert mit Politik und du hast einen wirklich interessanten Titel deiner Magisterarbeit, der lautet, ich zitiere, Funktion von Katastrophen im Serienliebesroman. Was ist das denn? Ja, das ist etwas, ich bin ja Germanistin, ich habe ehrlich gesagt, habe ich einfach wahnsinnig viel gelesen und das ist meine Leidenschaft bis heute. Also ich bin jemand, der viele tausend Bücher gelesen hat und der da immer wieder von zehrt. Und ich merkte, meine Cousinen lasen aber nicht dieselben Bücher wie ich, sondern Romana, Baccarat, Tiffany, Julia, einfach Schrott. Und dann habe ich gedacht, warum lesen die das? Ne? Und dann habe ich mir so ein paar davon durchgelesen und dann fiel mir sofort als Germanistin ausgebildet auf, das sind ja gar keine Liebesromane, da passieren ja ständig irgendwelche Katastrophen. Ne? Und dann habe ich erkannt, ja, die eigentliche Movens dieser ganzen Handlung ist immer, wenn es langweilig wird, gibt es eine Katastrophe, danach der Kuss, dann wird es wieder langweilig, dann gibt es eine neue Katastrophe, dann gibt es mehr als einen Kuss und so weiter. Und dieses Schema habe ich dann untersucht. Mein Professor war völlig entsetzt, weil er das, dann musste er auch halt so ein paar Dinger lesen. Das war für ihn also Todesstrafe. Und ich habe ihm aber gesagt, doch, das ist interessant. Ich hatte 150 nachher ausgewertet und konnte die auf zwei Schemata zurückführen. Ernsthaft, die funktionierten, 150 dieser Romane, nach zwei Grundschema. Und im Durchschnitt 7 Katastrophen pro Heft. Und das hat dann eben zu diesem skurrilen Titel, das musste ja dann irgendwie ausgedrückt werden, ja, was hat zu diesem skurrilen Titel, die Funktion der Katastrophe im Serienliebesroman war dann der Titel, ja. Und da konnte ich nachweisen, also es war sehr interessant heute. Also. Meine Tochter ist jetzt 18, die Hanna, die fängt jetzt Literaturwissenschaft an. Ich konnte es mir nicht verkneifen, meiner Tochter diesen Titel zu nennen heute. Die hat schallend gelacht. Die hat nämlich ihre Facharbeit über das Selbstverständnis der Frau zu Zeiten von Jane Austen geschrieben. Ja, und die hat mir aber dann sofort fachkundig gesagt, nach dem Titel der Andrea Nahles, sagte sie zu mir, frag sie doch auch mal nach der Haarfarbe, immer der Heldin der Guten und der Bösen. Blond und schwarz. Da du jetzt neben mir sitzt, möchte ich jetzt nichts dazu sagen. So, jetzt haben Sie eine gewisse Vorstellung, wie unsere Parteivorstandssitzungen ablaufen. Also, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, was Andrea Nahles betrifft. Andrea, jetzt bist du ja aber auch über die Jahre hinweg in diese Politik ungemein hineingewachsen. Du bist die erste Frau an der Spitze einer wirklich der ältesten demokratischen Partei. Und wir sind ja in einer unglaublich schwierigen Zeit. Also jetzt nicht nur bezogen auf die Partei, sondern auch, ich würde sagen, wir sind im Moment, und wenn Sie an die letzten Tage denken insbesondere, sind wir wirklich an einer Weichenstellung. Also der Eindruck, und da zitiere ich nochmal gerne meine Tochter, die dann auch sagt, sie hat das Gefühl, sie lebt nicht in dem Deutschland wie vor wenigen Jahren. Und das sagt eine 18-Jährige, das ist schon eine Menge. Und sie formuliert es dann so, dass sie das Gefühl hat, die Gesellschaft gerät ins Rutschen. Kannst du uns ein bisschen auch von deiner Bundesjuso-Vorsitzendenzeit, also mein Eindruck ist einfach, da, wo wir beide groß geworden sind, hatten wir unglaubliche Freiheiten, Möglichkeiten, auch einen unglaublichen Optimismus, dass uns in gewisser Weise die Welt auch offen steht in dem, was wir tun können. Und ich habe gestern Abend auch Heiko Maas, der ist ein Jahr älter als ich, aber im Prinzip auch dieselbe Altersstufe, und der sagte auch etwas sehr, sehr Kluges. Er sagte zu einem Journalisten, der ihn auch fragte nach den Ereignissen der letzten Tage, wissen Sie,
Wir gehören zu einer Generation, die hat nie um etwas kämpfen müssen, sondern wir haben immer Frieden gehabt, wir haben immer Demokratie gehabt, wir hatten auch immer schon Europa, was immer voranschritt. Kannst du mal aus deinem Gefühl heraus auch ein bisschen beschreiben, wie du die Herausforderung dieser Zeit siehst? Also wenn ich mich nicht beherrsche, bin ich manchmal traurig in diesen Tagen. Ich versuche mich da zu beherrschen. Warum? Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da hieß es gibt keine Grenzen mehr. Ich wohne in Rheinland-Pfalz, direkt praktisch Luxemburg, Frankreich, muss ich nur die A48 runterfahren. Und da habe ich mich, als ich das hörte, mit meiner älteren Cousine ins Auto gesetzt. Also, und dann sind wir einfach über die Grenzen drüber gefahren, wo wir bis dato immer anhalten mussten. Dann nach Frankreich, da waren wir 2,5 Stunden so eine Tour unterwegs und das war ein tolles Gefühl. Das war irgendwie etwas, was uns das Gefühl gegeben hat, wow, und das geht immer so weiter, es wird immer besser alles, es ist toll. Und deswegen bin ich jetzt so traurig, weil ich dachte eigentlich, meiner politischen Generation, jetzt so um die 50, ist eigentlich das große Projekt, dass wir weitergehen, die Pfade, die unsere Vorväter beschritten haben, diesen Frieden habe ich eigentlich für nicht so gefährdet gehalten. Ich dachte eigentlich, wir müssen bei der Demokratie noch besser werden und wir müssen vor allem europäischer werden. Weil eins ist mir schon die letzten Jahre klar geworden. China, Staatskapitalismus, USA, Riesenmonopole, weltbeherrschende Monopole, Google, Facebook. Da kannst du als Deutschland noch so stark sein, wie du willst. Wenn wir das, was wir hier haben, Arbeitnehmerrechte, Sozialstaat, Demokratie, starke Wirtschaftskraft, ich nenne das die europäische Dreifaltigkeit, wenn wir das erhalten wollen, dann müssen wir zusammenhalten. Das schafft kein Land, auch Deutschland nicht allein, gegen diese großen Herausforderungen. Und was sehe ich jetzt? Dass jede Wahl, die wir jetzt hier, die, auch die bayerische Wahl, eigentlich eine Testwahl ist, für, ist der Wille, dieses Leben, was wir auch teilweise übernommen haben, geschenkt bekommen haben, wirklich weiter zu verteidigen, die Demokratie zu vertiefen, oder ist es jetzt so weit, dass wir sagen, wieder zurück in die Nationalstaaten, wieder Europa schlecht reden, kaputt reden und wieder spalten und definieren, die gehören jetzt dazu und die nicht. Und das passiert hier mittlerweile jeden Tag. Und da muss man morgens aufstehen und sagen, einen kleinen Moment der Traurigkeit erlaubt man sich, das lassen wir nicht zu. Das dürfen wir nicht zulassen. Das ist ja auch tatsächlich etwas, Susanne und Seppi, was wir ja hier wirklich und Bärbel, was wir hier in Bayern insbesondere erleben, weil sich ja der bayerische Ministerpräsident mit dem Satz geäußert hat, es gibt ja immer so eine politische Sprache, die kaum jemand versteht. Aber der Ministerpräsident hat ja vor wenigen Wochen, das hast du ja genauso zur Kenntnis genommen, den Satz gesagt, der geordnete Multilateralismus sei beendet. Und wenn man das übersetzt, heißt das nichts anderes als das vereinte Europa sei beendet, und das in dem Wissen, beziehungsweise manchmal bezweifle ich, ob das Wissen da ist, aber Bayern ist ja wirklich mitten in Europa und Bayern, da hängt ja jeder zweite Arbeitsplatz mehr als im Rest Deutschlands von einem geeinten Europa ab und von insbesondere offenen Grenzen. Insofern ist die Frage des Europas für uns hier in Bayern, Bärbel und Seppi und Susanne, hängt ganz extrem daran an, unser Wohlstand, auch ich finde auch unsere Identität und unsere Stärke, weil Bayern ist ja tatsächlich ein ungemein starkes Land, hängt natürlich von den offenen Grenzen ab, absolut. Und das, was ich hier gerade... Ich bin gerade eben in Salzburg gelandet. Natascha, ja. Und da frage ich meinen Fahrer, was ist denn da oben los? Da war ein Riesenstau. Ja, sagt er, das ist der Grenzübergang, da wird jetzt wieder kontrolliert. Also wir sind von Salzburg dann versucht, über Land hier rüberzufahren, um das zu vermeiden. Er hatte sich das vorher angeguckt. Und da siehst du ja, wie weit das jetzt real schon ist, dass eben hier wirklich wieder neue Grenzen faktisch wieder da sind. Ja, das ist ganz klar. Ja.
Das erlaube ich mir. Aber Seppi, vielleicht sagt ihr dann auch nachher nochmals etwas zu den Auswirkungen, was das nämlich auf die Grenzregionen hat. Ich sage jetzt nicht nur Handel und Tourismus, sondern es ist ja auch, sage ich mal, insbesondere die Grenzregionen leben ja von den offenen Grenzen. Und das ist ja etwas, was, sage ich mal, auch volkswirtschaftlich völlig irre ist. Übrigens die Begründung, da hattest du ja eine Menge mit zu tun. Ich sage nur, diese ominöse Asylkompromiss hieß ja, dass mehr Zurückweisungen an der Grenze stattfinden müssen. Es wurde eine bayerische Grenzpolizei angeblich, das ist, da kann man drüber schmunzeln, aber Fakt ist, ich habe eine junge Polizistin hier in Bayern getroffen und ich finde immer, man kann am meisten lernen, wenn man wirklich mal zuhört aus dem Leben heraus. Und wissen Sie, was die zu mir gesagt hat? Die hat gesagt, dass sie als Polizistin ein Wochenende im Monat frei hat, mehr nicht, weil die Polizistinnen und Polizisten, das ist nämlich so eine abstrakte Zahl, die schieben hier in Bayern 2 Millionen Überstunden vor sich her und im faktischen Leben einer Polizistin heißt das einfach kein Leben, kein Familienleben und das geht eben nicht. Und dann haben wir nämlich im Innenministerium nachgefragt, wie viele Polizeidienststellen sind denn nicht besetzt? Jede zehnte. Und jetzt muss man sich überlegen, werden Polizisten von den inneren Regionen Bayerns an die Grenzen gezogen, dann kann man sich auch mal überlegen, wo fehlen die denn? Die fehlen genau da, wo sie, wo jeder ist und gerne hätte, dass er hin und wieder einem Polizisten begegnet, einfach weil das ein gutes Gefühl ist auch. Und deswegen sagen wir immer, wir brauchen zum Beispiel keine Grenzpolizei und schon gar keine bayerische Kavallerie übrigens. Wir haben ja jetzt, das kennst du vielleicht, wir haben den Blick, den Andrea Nahles hier gerade so mit, was ist das denn, macht, den kriege ich übrigens im Parteivorstand in Berlin öfter, wenn ich sage, die bayerische Kavallerie, ja, wir kriegen jetzt eine Kavallerie, das heißt mehr Polizisten auf einer Reiterstaffel und wir sagen immer relativ salopp, weil ich glaube, die Politik braucht eine ganz normale Sprache, wir sagen immer, wir brauchen weniger Vierbeiner und wir brauchen mehr Zweibeiner. Das ist vielleicht die Übersetzung des Ganzen. Ja. Jetzt gehen wir aber nochmal, du hast schon Europa sehr stark thematisiert. Ach ja, und übrigens noch eins, wie viele werden denn an der Grenze zurückgewiesen? Die Grenzpolizei ist unterwegs. Können wir mit? Vier. Nimm den Daumen weg, bist du dabei. 4. Und einer war echt. Also, naja, ist ja so. Gehen wir nochmal auch ein oder sagen wir es mal so, wenn wir Chemnitz auch in den letzten Tagen, wo du sicherlich auch gleich nochmal deine Einschätzung dazu geben kannst, unser Gefühl auch in diesem Landtagswahlkampf ist einfach folgendes, dass viele, viele, viele Menschen das Gefühl haben, die Politiker kümmern sich überhaupt nicht mehr um die Dinge, die mir im tagtäglichen Leben eigentlich wichtig sind und die für mich gelöst werden müssen. Und da ist ja für uns eines der wichtigsten Themen tatsächlich das Dach über dem Kopf. Kann ich mir das noch leisten? Und wenn wir Rosenheim, wenn wir Traunstein, München und so weiter, wenn wir uns da angucken, wie viele Menschen nicht mehr dort leben können, wo sie eigentlich leben wollen, weil sie kein bezahlbares Wohnen mehr finden können. Und du kannst einfach nicht sagen, nö, ich wohne jetzt mal 3-4 Tage oder 2 Monate nicht. Jeder muss. Und jeder hat ein Grundrecht darauf. Und das ist ja eine Spirale, über die wir ja auch schon viel diskutiert haben. Oder das Thema Familien- und Kinderbetreuung, also dieses Job und Familie unter einen Hut kriegen. Oder die Zukunft der Arbeitswelt. Das sind für uns im Wahlkampf unglaublich wichtige Themen, weil man wird Land auf, Land ab permanent gefragt natürlich. Was tun Sie? Was können Sie tun? Gibt es meinen Job in 10, 15 Jahren noch? Oder macht das eine Maschine? Helfen Sie mir daraus, wo wir dann immer sagen, Bildung, 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 damit du die Leute fit machst und sagst, du wirst immer derjenige sein, der Maschine sagt, was sie zu tun hat. Und wenn diese sozialen Themen, die ja so wichtig sind, endlich in den Vordergrund der Debatte kommen und nicht immer nur monothematisch über eins diskutiert wird, ist das denn ein Weg auch, sag ich mal, den Menschen einfach zu sagen, hey, wir verstehen dich und du musst dich nicht zu einem Protest hinwenden. Also so interpretiere ich das auch. Also ich glaube, wir haben in Deutschland es geht uns im Verhältnis zu anderen Ländern gut, aber das heißt noch nicht, dass es jedem gut geht. Und vor allem, dass man nicht an einigen Stellen wirklich eine Menge zu tun hat, auch politisch. Und ich glaube, dass wir haben jetzt viele Gespräche im Sommer geführt, du bist viel unterwegs, worauf sprechen mich die Leute an? Da ist zum Beispiel es ist anders wie bei mir zu Hause, da ziehen die Leute eher vom Land etwas weg. Mhm. Wohin ziehen die aber dann? In die nächste Stadt. Das muss noch nicht mal eine besonders große sein. Das kann zum Beispiel Koblenz sein, bei mir um die Ecke. Das ist Rosenheim, Traunstein, wo auch immer.
Und da stellen wir dann fest, da ist in den letzten Jahren also die ganze Entwicklung verpennt worden, in einigen Bundesländern weniger als in anderen. Ich sag mal, in Hamburg hat der Olaf Scholz schon seit 6-7 Jahren permanent Wohnungen zugebaut, weil er das richtig analysiert hat. Hier in Bayern gucke ich mich um und stelle fest, ups, hier sind sogar noch Wohnungen verkauft worden im großen Stil, die bezahlbar gewesen sind. Und deswegen sag ich mal, muss man das, was den Leuten unter den Fingernägeln brennt, in ihrem Alltag anpacken und ernst nehmen. Und dabei ist es mir jetzt erstmal ehrlich gesagt egal, was das dann für Folgen hat oder ob das dann hilft. Weißt du, ich weiß es nicht, aber mein Ehrgeiz auch in der Politik ist, dass ich mich nicht vor Problemen drücke, sondern dafür da bin und dafür auch bezahlt werde, dass ich die Probleme löse. Und deswegen ist es so wichtig, dass hier mehr gebaut und neu gebaut wird, dass hier aber auch, und das, Natascha hat ihr Licht hier ein bisschen unter den Scheffel gestellt eben, hast du ja verhandelt mit dem Berliner Bürgermeister Michael Müller während der Koalitionsverhandlung das ganze Thema Bau, Kindergeld, neue Mietwohnungen begünstigen, wenn die gebaut werden, aber nur Mietwohnungen, Sonderaffa, also Abschreibung auf der einen Seite, aber auch die Mieterinnen und Mieter in ihren Rechten stärken und natürlich auch mehr Genossenschaften, mehr Neubau und den Boden dafür freimachen im wahrsten Sinne des Wortes. Letzte Woche haben wir Natascha damit betraut auf Bundesebene, dass sie für uns so eine Art Bodenkommission leitet. Was heißt das? Wir haben Spekulationsobjekte überall, die verfallen teilweise die Mietobjekte aus Spekulationsgründen und wir können nichts machen. Die Leute brauchen dringend Wohnung und die spekulieren und spekulieren, dass sie irgendwann doch noch mehr Geld kriegen und vieles mehr. Also es gibt da so viel zu tun und man muss das Ganze wirklich angehen und ich sage da mal danke, dass du dich darum kümmerst. Ich persönlich wäre jetzt nicht die Richtige, das nach vorne zu bringen, weil wie gesagt, ich glaube, da gibt es Berufenere, die auch hier in den Regionen, wo es wirklich brennt, hier brennt die Hütte, Leute. Es ist in anderen Regionen in Deutschland anders. Aber es gibt fast in keiner Stadt in Deutschland nicht irgendwo, wo ich hinkomme, nicht die Thema bezahlbarer Wohnraum. Und jetzt sage ich euch mal was. Ich habe in Frankfurt jetzt eine 81-jährige Frau besucht. Die wohnt 59 Jahre da. Und hier haben irgendwelche Spekulanten das Haus gekauft und sanieren das jetzt, Luxussanierung, und verkaufen die Wohnung dann als Eigentumswohnung. Und die Preise sind für eine Frau wie die Frau überhaupt nicht mehr erschwinglich. Die saß da, da war es laut, da war kein Wasser, die mobben die da raus. Und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt endlich mal ein Gesetz auf den Weg bringen, auch weil du das mitverhandelt hast, das gezielte Rausmodernisieren von Menschen aus ihrer Heimat mit 100.000 Euro Geldbuße belegt werden kann. Bisher ist das folgenlos, wenn man sowas macht. Niemand schert es. Man kann sich darüber beschweren, es hat keine Konsequenzen. Und das wird jetzt nächste Woche ins Kabinett kommen, dass das endlich mal anders wird und dass auch die Umlage, wie viel denn bei der Modernisierung ausgegeben wird, die Modernisierungsumlage abgesenkt wird, also weniger umgelegt werden kann und eine Kappungsgrenze, also eine Obergrenze, wie viel überhaupt insgesamt auf die Miete abgedrückt werden kann von den Modernisierungen. Wir wollen endlich auch den Mieterinnen und Mietern in Deutschland die Rechte geben, die sie brauchen, um ihre Heimat nicht zu verlieren. Nämlich es geht nicht um Wohnungen, es geht darum, dass man sich irgendwo heimisch fühlen kann und dass nicht irgendwelche Geldschneider einen aus der eigenen vier Wänden verdrängen können. Das ist es, worum es hier in Wahrheit geht. Absolut. Absolut richtig. Und es ist immer jede Ebene, weil jetzt zum Beispiel Christian Ian Traunstaun baut. Es muss aber eben auch der Landkreis bauen dürfen und das muss das Land ermöglichen und das steht ja auch bei uns jetzt im Wahlprogramm. Es muss das Land selber bauen. Du hast völlig richtig gesagt, es hat verkauft, ja. Der frühere bayerische Finanzminister, der jetzt in einer anderen Position ist, der hat damals eben 33.000 Wohnungen verkauft. Das sind 85.000 Menschen, ja. Das sind immer so Zahlen, so abstrakt. Was sind 33.000 Wohnungen? Das sind unglaublich 85.000 Menschen, ja, die da drin wohnen und die sind jetzt den Kräften des Marktes ausgeliefert. Das Land muss bauen und lassen Sie mich vielleicht nur eine Zahl nennen.
bevor man wirklich festlegt, wie viel kann man denn eigentlich als Land bauen? Wir müssen ja jetzt bei Null beginnen, weil ja die anderen Wohnungen verscherbelt wurden. Und dann setzt man sich ja logischerweise mit den Verbänden zusammen von der Wohnungswirtschaft und sagt, so wie viel ist denn drin? Und wir haben lange mit denen rumüberlegt, auch bei den Baupreisen. Und wir müssen ja auch, sag ich mal, Vorschriften vereinfachen. Auch das haben wir in den Koalitionsverhandlungen ja besprochen. Die haben gesagt, 5.000 pro Jahr ist machbar. Das ist ambitioniert, aber machbar. Und weißt du, was der Ministerpräsident jetzt, es ist viel, ja, es ist eine Menge, aber wenn du richtig Vollgas geben willst, ja, dann kriegst du das hin. Und weißt du, was der Ministerpräsident hat jetzt angekündigt? Ja, ja, er will auch bauen. Und das, lieber Christian, musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Er will in den nächsten 7 Jahren 10.000 Wohnungen bauen. Und dann rechnen wir das mal um in unser Flächenland Bayern. Wir haben über 2.000 Kommunen. Wissen Sie, wie viele Wohnungen das pro Kommune pro Jahr sind? 0,6. Also Sie kriegen nicht mal, du kriegst nicht mal eine Wohnung gebaut. Und das ist etwas, was nicht geht. Politik darf nicht mit Zahlen rumschmeißen und dann nicht wirklich umrechnen können, erklären können und so weiter. Also man muss es ernst meinen. Und jetzt komme ich zu etwas, man muss es ernst meinen, Andrea. Auf Bundesebene ist etwas jetzt auch, was in den Medien ein manches Mal ja so diskutiert wird, Mai, was wollen die denn jetzt damit? Die Rentendebatte, die Rentensicherung, weil egal auf wen man trifft, unglaublich viel ältere Menschen sagen, das, nicht nur Ältere, sondern auch in unserer Generation, was wird denn mal mit der Rente? Und jetzt, wenn ich jetzt Journalist wäre, sage ich, Mensch, Frau Nahles, wieso kommen Sie denn jetzt plötzlich mit der Debatte? Ja. Und dann haben Sie angeblich auch noch auf dem halben Weg Stopp gemacht. Warum komme ich mit der Debatte? Ja, Leute, weil wir das jetzt mühsam den Konservativen aus den Rippen geleiert haben. Es ist Folgendes. Wir haben Anfang der 2000er Jahre etwas gemacht, was nicht gut war. Damals allerdings, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden musste, hatten wir 5,3 Millionen Arbeitslose und sämtliche Prognosen waren negativ. Die Alten werden früh ausscheiden, es gibt kaum Frauen, Erwerbstätigkeit, Zuwanderung wurde damals im Durchschnitt 200.000 angenommen. Also alles düster. In diesem Szenario hinein sah die Politik keine andere Wahl. Dann die Babyboomer, die kommen in die Rente ab 2025, das seid teilweise ihr hier, das sind die 55 bis 69 Geborenen, die, du, auch, ja. Ja, ich ja, nicht, ja. Kann ich aber nichts für, waren meine Eltern. Ja, genau, ja, ja. Ich stelle mir vielleicht gerade ein, weil ich 70 bin, eins danach. Und dann habe ich, dann haben die damals gesagt, okay, wir machen Folgendes. Bis dato waren immer über Jahrzehnte die Löhne gestiegen und die Renten gleich mit. Es gab einen Automatismus. Lohnanstieg und Rentenanstieg. Und der wurde gekappt. Da wurde die Rentenformel geändert. Sodass die Kaufkraft der Rente strukturell im Verhältnis zu den Löhnen gesunken ist. Das Rentenniveau, so wird das genannt, das ist ein sehr irreführender Begriff, weil viele Leute meinen 48% von ihrem letzten Gehalt. Das ist Quatsch. In Wahrheit geht es um die Kaufkraft, die Verbindung von Löhnen und Renten. Und wir haben jetzt mit Hubi Heil, ja, das habe ich selber, Frau Merkel aus den Rippen geleiert, das wieder rückgängig gemacht. Wir haben also gesagt, die Löhne steigen, die Renten steigen in Zukunft auch wieder. Und das ist Wiederherstellung der gesetzlichen Rentenversicherung in der Form, wie wir sie auch gekannt haben. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, um die gesetzlichen Renten wieder in der Kaufkraft so zu machen, wie sie vor dieser Reform Anfang der 2000er Jahren waren. Das ist ganz wichtig. Und ich sage euch, das ist ganz wichtig. So, und ihr müsst euch das jetzt bei den, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, was die Koalitionsverhandlungen angeht, das war noch während der Sondierung, Natascha, da musstet ihr im Nachbarzimmer euch langweilen. Da saß ich mit ihr und dann sagt sie, ja, aber Frau Nahles, wenn wir das machen, dann machen wir doch die ganzen Reformen, die ich mit Franz Müntefering gemacht habe, alle wieder rückgängig. Und da sage ich, ja, Frau Merkel, wenn man halt zu lange Kanzler ist, dann muss man auf einmal seine eigene Politik wieder rückabwickeln. Da kann ich aber nichts dafür, habe ich dann zu ihr gesagt. Und was sie nämlich erkannt hat, war, was das für ein großer Schritt ist. Und das war aber dann nur möglich, mit der Union schon damals zu verabreden, 2025. Bis 2025 wollen sie eine Garantie darauf geben, dass das so ist. 2 Legislaturperioden, okay. Und als wir jetzt das umgesetzt haben im Gesetz, haben Olaf Scholz und ich gesagt,
damit das jeder in Deutschland auch von der SPD weiß. Wir sagen, was für ein Ziel wir haben. Uns reicht 2025 nicht. Das ist nämlich das Jahr, wo die ganzen Babyboomer in großer Truppenstärke in die Rente kommen. Warum soll man ausgerechnet in dem Jahr, wo die größte Belastung kommt, die Garantien nicht fortführen? Sondern wir haben deswegen gesagt, damit jeder es in Deutschland weiß, die SPD will diese Garantie im Gesetz bis 2040 festschreiben. Weil es ist ja Logo, dass wir dann darüber reden müssen, wie wollen wir das, diese Kraftanstrengungen schaffen. Das kostet ja auch. Dafür muss man politisch sich entscheiden, da kann man nicht drumherum sich drücken. Die Renten müssen sicher sein. Und kaum hatten wir das gesagt, sind sie über uns hergefallen. Unbezahlbar, hat der Christian Lindner von der FDP gesagt. Jetzt will ich euch mal was sagen. Was heißt hier unbezahlbar? In jedem FDP-Wahlprogramm, und ich wette mit dir, Natascha, im nächsten wieder, sind mindestens für 30 Milliarden Steuersenkungen drin. Die CDU kämpft gerade dafür, dass wir 40 Milliarden zusätzlich für Rüstung und Verteidigung ausgeben. Das steckt nämlich hinter der Diskussion, 2% des BIP müssen für Verteidigung ausgegeben werden. Und die SPD sagt, nee, das Geld geben wir lieber aus für sichere Renten. Wenn das mal keine klare Entscheidung für die Wählerinnen und Wähler ist, dann weiß ich es nicht. Aber eins steht fest, es ist eine politische Entscheidung. Es ist nicht, was nicht geht. Man muss es aber wollen. Und dann kann man die Ressourcen dafür aus jedem Bundeshaushalt rausschneiden, denn das soll über Steuern finanziert werden und nicht über Beiträge. Darüber sind wir uns nämlich einig. Was mir jetzt, wo ich ja jetzt auf der Bundesebene noch nicht lange dabei bin, in der Funktion, in der ich jetzt bin, ganz interessant auffällt, ist, dass es nämlich jetzt plötzlich heißt, wie kommt denn die SPD dazu, mehr als im Koalitionsvertrag ist zu wollen? Ja, das ist ja das Groteske an dem Ganzen, weil nämlich tatsächlich ja auch viele jetzt dieser großen Koalition zugestimmt haben, aber auch mit der klaren Ansage, die Partei Sozialdemokratie muss ja wohl auch ihre Visionen bzw. ihre klaren Ziele festlegen, weil eine Partei gibt ja nicht ihren Mantel am Haken einer GroKo ab, sondern es gibt ja die Partei, wenn die mehr Stimmen hat, was die dann natürlich durchsetzen wird. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Wir haben zum Beispiel für nächstes Jahr vor, das haben wir mit der Union durchverhandelt, dass die Selbstständigen in die Rentenversicherung kommen können. Zu Konditionen, die auch kleine Selbstständige stemmen. Wir haben 3 Millionen Selbstständige in Deutschland, die sind überhaupt ohne jegliche Altersabsicherung. Todsicher landen die nachher in der Grundsicherungsrente, die wir alle dann über Steuern finanzieren. Viel schlauer ist es, auch Selbstständigen die Möglichkeit zu geben, in die gesetzliche Rentenversicherung zu kommen und da, wenn auch vielleicht weniger, aber doch Beiträge auch zu zahlen, sonst bezahlen wir es nachher sowieso. Und für die Beschäftigten, also die Selbstständigen, ist es insgesamt schlecht. Also haben wir den ersten Weg in eine Versicherung, in die rentenerwerbstätigen Versicherung, wie wir sie in Österreich haben, gemacht, indem wir die Selbstständigen mit einbezogen haben. Das ist mit der Union nach jahrelangem Kampf, weil sie uns brauchten, weil sie Jamaika vor die Wand gesetzt haben, haben wir es durchgekriegt. Und jetzt sage ich euch aber was, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Die SPD will aber auch, dass die Beamten mit einbezogen werden. Und das ist unser Ziel. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Das sage ich mal ganz klar. Das ist ja das, was du meinst. Es müssen alle meiner Meinung nach einbezogen werden. Ich sage, es gibt immer ein Für und Wider für alles. Aber ich glaube, gerade bei den großen sozialen Sicherungen, wir kämpfen auch bei der Gesundheit dafür, dass wir einfach keine unterschiedlichen... Wissen Sie, ich bin AOK versichert. Und wenn ich zum Arzt gehe, dann bekommt dieser Arzt für jemanden, der privat versichert ist, für dieselbe Leistung das 2,4-fache von dem, was ich dann für ihn bringe, wenn ich als AOK-Patientin dahin gehe. Was ist das für ein Quatsch? Und deswegen muss man sich darüber nachdenken, wir haben sehr gute soziale Sicherungssysteme. Auch unser Gesundheitssystem ist übrigens besser als viele andere. Aber es gibt auch da Ungerechtigkeiten und angesichts der Demografie müssen wir überlegen, ob wir die Solidargemeinschaft breiter machen können und nicht schmaler machen können, sondern es sollten mehr dazu beitragen,
und nicht weniger. Das ist die Grundlogik der SPD. Dass wir das jetzt nicht alles in dieser Koalition machen können, ja. Aber da bin ich selbstbewusst und sage, ja klar, deswegen heißt die eine Partei auch CDU, CSU und die andere heißt SPD. Es gibt diese Unterschiede und wir bleiben auf der Linie, dass wir sagen, wir wollen an dieser Stelle unsere Sozialsysteme verbreitern, die Solidarität verbessern, gerechter machen. Und damit, glaube ich, bieten wir einfach auch eine Alternative an. Da kann jeder dann entscheiden, wofür er sich dann am Ende dann entscheidet, ist die Angelegenheit der Bürgerinnen und Bürger. Aber wir bieten klare Alternativen. Ja, sehr schön. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich insgesamt in der gesellschaftlichen Debatte eines Sozialstaates auch noch mal sehr deutlich werden müssen, was ist denn ein Sozialstaat eigentlich und was muss ich selbst auch dazu beitragen, damit dieser Sozialstaat tatsächlich funktioniert. Und deswegen zahlt man nicht Steuern, sondern man trägt Steuern bei zu diesem Land. Und ich glaube, diese Einstellung müssen wir auch in den Köpfen wieder hinbekommen. Es ist keine Strafe, wenn du Steuern zahlst, sondern wenn du einfach mehr kannst, mehr Stärke hast, dann musst du auch ein bisschen mehr Stärke einbringen. Und bei diesem Solidarsystem hatte ich übrigens ein total schönes Erlebnis, beziehungsweise es war ein sehr, sehr harter Tag jetzt in diesem Wahlkampf. Ich war in Deggendorf und da erinnerst du dich sicherlich auch noch, als die Jahrhundertflut war, 2013. Und wenn man in dieser Region in Niederbayern unterwegs ist, dann ist das wirklich wie so eine Zeitenwende. Es gibt die Zeit vor 2013 und es gibt die Zeit nach 2013. Und es sind unglaubliche Schäden, die damals entstanden sind. Und dann kam die Riesendebatte auf bei diesem Konen Plus, wo ich war, da hatte ich einen Kreisbrandrat auf dem Podium, einen sehr sympathischen Kreisbrandrat, der übrigens bei der CSU war. Und der hat sich auch mit mir auf dieses Podium gesetzt, hat eine Menge Stress mit seiner Partei bekommen, aber ich finde auch, weil ich komme ja auch aus der Kommunalpolitik, man muss auch Sachpolitik einfach gemeinsam durchaus mal diskutieren können, das wäre sehr spannend. Und da haben viele Zuschauer eine Elementarversicherung gefordert und das ist etwas, wenn, und das, wir haben Bärbel Klimawandel. Bärbel Kofler ist ja sehr, sehr weltweit auch unterwegs, auch für Menschenrechte warst du sehr, sehr viel unterwegs, bist sehr viel unterwegs. Der Klimawandel wird vieles, vieles verändern und das ist ja auch eigentlich ein Riesenthema, wo wir ja auch einsteigen müssen in einer ganz anderen Form. Und dann sagten viele Zuschauer, wir brauchen eine Elementarversicherung, in die jeder einbezahlt, weil ja der ganze Wandel ist ein ganz allgemeiner Wandel. Und dann habe ich gesagt, einverstanden. Aber dann reden wir auch über eine Krankenversicherung, die für alle gilt und die in die alle einzahlen. Und ich schätze mal, ein Drittel des Saales waren Privatversicherte. Plötzlich war Ruhe im Saal, weil alle so, das geht aber jetzt eigentlich irgendwie nicht so überein. Aber ich glaube, es geht um den grundsätzlichen Gedanken. Und den kann man immer wieder, diesen, sag ich mal, allgemeinen. Und das macht ja auch das Wir aus. Und damit lass uns, bevor wir dann jetzt auch ins Publikum übergehen, weil du auch vorhin sagtest, wenn du manchmal aufwachst morgens und du denkst an Europa, dann hast du auch eine gewisse Traurigkeit. Ja. Wenn ich blicke auf das, was in Chemnitz passiert ist, ist es etwas, was Deutschland betrifft. Also sagen wir mal, wenn wir den Blick nach Italien richten, da bin ich sehr, sehr hart. Weil Salvini, so wie er jetzt, dieser Innenminister, im Moment unterwegs ist, das hat eine Menge, ja, aber gerade Salvini, Italien, das hat eine Menge mit uns auch zu tun. Wir haben uns über Jahre zurückgelehnt in dieser ganzen Flüchtlingsfrage und haben gesagt, hey, super, wir sind in der Mitte Europas, bei uns landet keiner, das müssen die Italiener lösen. Die Italiener waren überfordert jetzt und deswegen ist diesen Typen, diesen Salvinis dieser Erde Tür und Tor geöffnet worden. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch wieder Europa eben funktioniert. Aber das, was wir da in Chemnitz sehen, kannst du uns da nochmal deine Einschätzung geben? Jenseits dessen, Seppi Patzinger eben, dass die Jusos wirklich in diesen Bus gestiegen sind am Samstag und nach Chemnitz gefahren sind, da kann ich echt nur den Hut ziehen vor euch Jungen und da soll mir einer mal sagen, die Jungen seien nicht politisch aktiv. Schauen Sie sich den Patzinger Seppi an. Ich habe mit der Barbara Ludwig gesprochen, der sozialdemokratischen Bürgermeisterin seit 12 Jahren in Chemnitz. Und die hat mir gesagt, dass die meisten, die dagegen demonstriert haben, schlicht von auswärts kamen. Das bedeutet, der Lars Klingbeil, der Generalsekretär war da, der Carsten Schneider, mein erster parlamentarischer Geschäftsführer,
dass da gestern im Grunde genommen, da waren auch weniger Gegendemonstranten als Rechtsradikale und AfD. Ich sage das hier so brutal, damit man klar sieht, was da Sache ist. Viele haben einfach zugeguckt und es ist die Mischung aus aktivem Hass, der sich völlig enthemmt hat, Hetzjagden durch die Stadt und Gleichgültigkeit, auch teilweise, oder Verängstigung, es ist schwer zu interpretieren, der Bevölkerung. Die sind wie unter Schock möglicherweise. Eine Gruppe aus Marburg von der SPD mit dem Sören Barthol, mein Bundestagsvize, also mein Fraktionsvize, war auch da. Die hatten die Fahnen eingerollt von der SPD, sind zurück zu ihrem Bus und wurden aus dem Hinterhalt von Leuten überfallen mit solchen Schlägern, die ihnen die entrissen haben, die Fahnen, die die zertrampelt haben und die die auf die eingeschlagen haben. Gestern passiert in Chemnitz. Und es gibt ja jetzt so eine Diskussion, die besorgten Bürger seit einem Jahr, und man muss da Verständnis haben. Und ich habe, und das habe ich eben deutlich gemacht, für jeden, der hier von uns was verlangt politisch, übrigens auch, dass wir die Flüchtlingsfrage besser gelöst bekommen als jetzt. Also was das ganze Management angeht, was die Frage angeht, wer hat hier Schutzrecht, wer nicht, muss auch zurückführen können, Leute und so weiter, das muss geklärt werden. Das darf man von uns verlangen. Da bin ich absolut dafür, dass wir das hinkriegen. Aber ich bin nicht bereit mehr, nachdem ich das jetzt erlebt habe, wie da umgegangen wird, dass das als Begründung dafür herhalten kann, dass jetzt sich offen gegen völlig wildfremde Menschen der blanke Hass entlädt und die AfD im Hochtaunuskreis dabei in Hessen offen erklärt, jetzt machen wir die rechte Revolution. Ganz offen, überall könnt ihr nachlesen. Ich sage das deswegen, weil es was Neues gibt seit Chemnitz. Ganz offen betätigt sich die AfD als Vorfeldorganisation der Rechtsradikalen, Hitlergruß, Leute. Und ihr müsst euch vorstellen, gestern gab es da zwei Demonstrationen, eine von der AfD, eine von den ganz Rechten, ich weiß nicht, wie die Gruppe da heißt. Und die haben sich dann im Laufe des Tages dann zusammengeschlossen und haben dann gemeinsam agiert. Und ich glaube, ich bitte darum, dass man erkennt, dass das nicht gehen kann, dass man die Grenzen, wenn man diesen Rechtsstaat kritisiert, habe ich auch schon oft gemacht, in diesem Fall ist ein junger Mann umgekommen, der ist ermordet worden. Und das ist schlimm. Und es ist für die Angehörigen besonders schlimm. Und meine Anteilnahme habe ich auch zum Ausdruck gebracht. Aber die beiden Mörder potenziell sitzen im Gefängnis. Die Polizei hat ihren Job getan. Das kann ich von einem Rechtsstaat erwarten, dass die den Mann umgebracht haben, auch ins Gefängnis kommen und deren Tat gesühnt wird. Was ich aber daraus nicht ableiten kann, ist, dass ich das Recht in diesem Land an mich reiße und dann irgendwelche anderen Leute durch die Stadt hetze, demoliere, gestern die schlage, die friedlich demonstrieren für die SPD, und den rechten Mob so richtig von der Leine lassen. Das geht nicht. Man kann das nicht hinnehmen. Auf gar keinen Fall. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Ende unseres Gespräches. Aber ich glaube, es war sicherlich vieles dabei, was nicht nur für mich auch neu war über Andrea Nahles, sondern Sie haben jetzt eben auch die Möglichkeit, selbst zu fragen, was auch immer Sie wollen. Wir haben immer gesagt, ich habe hier einen Stift, kein Ding. Okay. Der Seppi und die Susanne haben jetzt Mikrofone, Sie können sich melden und ich nämlich kann jetzt abgeben und Sie dürfen fragen uns beide, was auch immer Sie wollen. Über Gott und die Welt. Ob wir alles beantworten, ist eine andere Frage. So, gehen die? Genau, die gehen schon. Die Susanne ist da drüben und ihr geht da entlang. Wer eine Frage hat oder Ähnliches,
einfach melden, kann alles gefragt werden. Und dann haben wir eh schon einen Herrn hier. Genau. Wollen Sie vielleicht dazu sagen, wer Sie sind und woher Sie kommen? Mein Name ist Heinz Brecht, ich komme aus Söchtenau, westlich vom Chiemsee. Frau Nalle, Sie haben ausführlich über Ihre Sozialisierung gesprochen und Sie haben auch erwähnt, dass Sie 1000 Bücher gelesen haben. Da, ja, vielleicht mehr. Mich führt es zur Frage, was sind die drei wichtigsten Bücher in Ihrem Bücherschrank? Genau, ich hätte vorgeschlagen, wir sammeln immer ein bisschen, vielleicht so drei Fragen und dass ihr dann immer antwortet. Genau. Haben wir gleich noch was? Okay. Ja, ich kann die beantworten, die Frage. Ganz simpel. Also erstmal die Bibel, das ist klar. Das sage ich auch ganz ehrlich, da lese ich immer wieder gerne drin. Es ist so ein Packen. Heinrich Heine ist mein Lieblingsautor. Ich habe das Gesamtwerk bestimmt zweimal jetzt durch und ich liebe ihn. Ich liebe seine Ironie, ich liebe seine romantische Art. Ich bin ein großer Fan von Heinrich Heine. Und der kleine Drache Kokosnuss. Denn momentan, jetzt schon seit über einem Dreivierteljahr, jede erdenkliche, es gibt ziemlich zig Folgen davon, es ist das Lieblingsding von meiner Tochter und logischerweise, also da gibt es jetzt mehrere Folgen, der Drache Kokosnuss und die Wikinger, die Piraten etc., Ella, meine Tochter, also ich kann die nahezu schon auswendig, aber sie will sie immer wieder hören, ich lese sie immer wieder und das sind die drei wichtigsten Bücher in meinem Schrank. Gut, wir haben hier hinten noch eine Frage. Ja, ich bin der Oscar Albert aus Theisendorf. Nebenerwerbslandwirt, halt in alles ist ja auch aus dem Milieu scheinbar, aber ich habe jetzt im Wahlprogramm nichts von der Landwirtschaft gelesen, aber wir waren jetzt zufällig mit der SPD mal benannt und haben die Thematik ein bisschen angerissen. Mir geht es um erstens einmal unser Problem, Milchüberschuss, wo Milchpulver eingelagert wird. Das, was ja auch teils Flüchtlinge in Afrika produziert. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wie das läuft. Wir hätten eigentlich schon lang vor vom Bund Deutscher Milchviehhalter Milchmengensteuerung zu installieren, aber es war jetzt aber politisch noch die Bremse drin sozusagen. Es haben da jetzt einige Landtags, auch Bayern, die können müssen zu wissen, schon einen Beschluss gefasst, dass das in Zukunft kommen soll. Aber das muss halt im Bundestag und muss in Europa durch. Und ist halt jetzt auch momentan die Glöckner ein bisschen, oder eigentlich die große Bremse, die was da nicht mitmacht. Bei Milch geht es nicht, aber bei Wein ist ja die Menge geregelt, aber weil sie halt vom Weingebiet kommt, die Glöckner, und ehemals Weinkönigin war, da geht's halt. Aber bei uns Milchbauern geht's nicht. Und wir haben ja selber Betroffene, die eigene Wasser mit unserer Milchkatastrophe. Wir haben da auf Bio umgestellt und haben dann 2,5 Monate zur BMG geliefert und die BMG ist dann pleite gegangen und sind dann notdürftig von einer Molkerei in Waging aufgenommen worden und kriegen da jetzt einen schlechteren Preis, 3 Cent weniger als wie die anderen. Das ist aber für Bio sowieso 15 Cent zu wenig. Und wir haben halt momentan, erstens haben wir einen Monat überhaupt kein Milchgeld gekriegt von der BMG. Das ist ein Insolvenzverfahren und das ist halt für uns, es haben jetzt einige Betriebe die eigene Wasser im Petting schon eher Landwirtschaft aufgegeben, weil die einfach denen die Luft ausgegangen ist. Und es wäre doch schade, wenn da mehrere nur die Luft ausgeht, weil das Bayernland ist doch wichtig, dass die Landwirtschaft einigermaßen intakt ist. Und wir hätten auch zum Beispiel unsere Landwirtschaftsministerin um Hilfe gebeten,
aber sie hat dann das so argumentiert, aus EU-rechtlichen Gründen kann sie nicht helfen. Es läuft halt immer so, bei uns sagt man aus EU-rechtlichen Gründen, die EU-Abgeordneten sagen, die Länder, die haben die Bremse drin, es wird halt aber auf die anderen geschoben. Es war halt da, wenn da auf Bundestagsebene was und Europa, wie es ja in Brüssel das entschieden wird, es ist eigentlich immer schon der deutsche Landwirtschaftsminister das große Problem. Es war zuerst schon der Schmidt, der was das nicht kapiert hat. Es ist zwar in ihrem Bayernplan in der CSU gestanden, aber er hat es gar nicht gewusst, gell? Obwohl ich es ja selber geschrieben habe. Aber vielleicht könnten Sie da anschirmen. Ich hätte auch unser Konzept dabei. Wir könnten das überreichen, dass Sie da, die Merkel war ja jetzt einmal auf dem Bauernhof und hat sich die Problematik angeschaut. Da waren Sie schon zu zweit, gell? Gegen die Glöckner. Und vielleicht könnten Sie da anschirmen. Also, meine Cousine ist mit dem Milchbauern in der Eifel verheiratet, der 700 Kühe hat, also Rinder, alles Mögliche, nicht nur Milchkühe jetzt im Engeren. Deswegen, ich muss da nicht hin, ich bin da jede Woche, weil meine Tochter nichts mehr liebt, als auf dem Bauernhof zu spielen. Ich möchte also zunächst mal sagen, dass es bei keiner anderen, bei wirklich keiner anderen landwirtschaftlichen Frage einen dermaßen Durchgriff des Weltmarktes auf den einzelnen Bauer gibt als bei der Milchwirtschaft. Und wir haben mittlerweile börsengetriebene, rohstoffbörsengetriebene Preise. Die Händler fangen nichts ab. Alles, was dazwischen ist, knallt direkt runter bei den Milchbauern. Das ist ja das Problem. Und deswegen muss es eine Regulierung, einen Schutz, wie auch immer, geben. Sonst werden wir weiter ein Sterben der kleineren und mittleren und vor allem der Bauern, die Bio produzieren oder was auch immer, spielt gar keine Rolle, ob Bio oder nicht, es trifft alle. Sie haben einen Sonderfall jetzt mit der Insolvenz, aber das trifft alle. Und deswegen, nun komme ich aus demselben Bundesland wie die Frau Klöckner, aber ich komme aus der Eifel, wo die Strukturen ähnlich sind wie jetzt hier wahrscheinlich bei Ihnen. Und es gibt einen harten Konflikt. Und Sie reden für die Milchbauern, die haben einen eigenen Verband. Der der Bauernverband insgesamt tut auch zu wenig für ihre Interessen, sage ich Ihnen jetzt auch mal. Und ich bin aber gewillt, es muss auch ausgesprochen werden, es gibt einen Interessenkonflikt, es läuft nicht richtig. Die Rohstoffpreise knallen auf die Bauern runter. Wir haben hier eine unmögliche Lage in den letzten Jahren, zweimal dermaßen niedrige Milchpreise, dass es allen möglichen Bauern den Garaus gemacht hat. Und jetzt können wir uns gut überlegen, ob wir demnächst aus Russland Agrarfabriken, wo jetzt Ställe mit 100.000 Vieh gebaut werden in Sibirien, ob wir das wollen oder ob wir hier die Region und die Strukturen in der Region enthalten, ob das jetzt Ihre Region ist oder meine. Und da gehe ich mit, da gehe ich in den Kampf für Sie. Das sage ich Ihnen. Ich werde die Julia Klöckner mir direkt mal zur Brust nehmen. Wissen Sie warum? Weil Deutschland ist nicht Europa, aber Deutschland ist wer in Europa. Und deswegen kann man natürlich, wenn man will, auch, das kann sein, dass es ein, zwei Jahre dauert, das will ich Ihnen auch nicht versprechen, dass es sofort geht. Du musst nämlich Verbündete finden. Aber natürlich kann man Mehrheiten in Europa organisieren, wenn man in Deutschland mit einer Stimme und mit Entschlossenheit davor geht. Und wissen Sie, wann der günstigste Zeitpunkt dafür ist? Jetzt. Weil jetzt wird der Haushalt, übrigens auch der Agrarhaushalt, für die nächsten Jahre bestimmt in Europa. Und diese Verhandlungen laufen gerade und sie gehen bis zur Europawahl und kurz danach. Und genau in diesem nächsten Dreivierteljahr lassen sich die Weichen in Europa wieder ein Stück weit neu stellen. Das sage ich Ihnen. Und deswegen werde ich, das verspreche ich Ihnen, der Sache von wegen EU-rechtliche Gründe auf die Spur gehen. Und wir haben gerade in der letzten Woche etwas für die Bauern. Sie haben gesagt, was macht ihr für die Bauern? Die haben uns alle gebeten, dass wir die 70-Tage-Regelung jetzt verlängern, wo wir Kräfte aus dem auch nicht-EU-europäischen Ausland für eine begrenzte Zeit für die Ernte hier in Deutschland haben. Das war auf 50 Tage früher begrenzt, das haben wir auf 70 Tage erweitert vorübergehend, das haben wir jetzt entfristet. Also es kann in Zukunft immer auf 70 Tage zurückgegriffen werden, haben wir alle Bauern in Deutschland erklärt, sei ganz wichtig für sie, haben wir gemacht. Auch mit Unterstützung der SPD. Und deswegen sage ich Ihnen das zu,
Das kann ich, ich bin jetzt nicht mehr Ministerin, ich bin auch nicht im Kabinett, aber ich habe, glaube ich, verstanden, worum es Ihnen geht. Ich bin auch, wie gesagt, selber in der Familie betroffen von diesem ganzen Wahnsinn, der da abläuft. Und ich finde, wir müssen unsere Landwirte auch schützen vor der Konkurrenz der Weltmärkte. Donald Trump macht es gerade. Wir sollen Sojabohnen kaufen, damit er in den USA dabei seinen Landwirten gut dasteht, sage ich jetzt mal. Dafür haben wir einen Handelskrieg mit ihm verhindert. Deswegen kaufen wir jetzt ein paar Sojabohnen von denen. Kein Problem. Nur eins sage ich, ich bin umgekehrter Meinung, dass wir auch in Deutschland gerade bei diesen wesentlichen Sachen auch unsere Landwirte schützen müssen. Bin ich fest von überzeugt. Und da können Sie mich drauf verlassen. Lassen Sie mir Ihre Adresse da, damit wir darüber, wenn ich mit Julia Klöckner nochmal geredet habe, auch nochmal telefonieren können. Jetzt, wir haben ein paar weitere Wortmeldungen, aber wenn man jetzt so durch die Reihen geht, sieht man doch noch ein paar Leute, die man vielleicht noch oder die ich auch noch begrüßen möchte. Ich möchte nur ganz herzlich begrüßen den Altoberbürgermeister von Dranstor, den Fritz Stahl, den ehemaligen Landtagsabgeordneten und den letzten SPD-Landtagsabgeordneten hier in der Region, den Gustav Staatsmann, den ehemaligen Bundestagsabgeordneten, den Hermann Schätz und natürlich auch den Bürgermeister von Fachadorf, an Rainer Schroe. Und stellvertretend für Oliver Reine möchte ich an Martin Heigermoser, den Vorsitzenden vom Bergner Trachtenverein, recht herzlich begrüßen. Und da sagen jetzt kommen wir zu den nächsten Wortmeldungen. Genau, jetzt ja, ich bin der Nächste dran. Möchte mich vorstellen, bin Quentin Schorsch, auch von Teisendorf, Kreisrat und Gemeinderat und schon über 50 Jahre bei der SPD. Ne, bin ich stolz drauf, aber ich bin auch manchmal, habe ich auch Bauchweh, wenn ich an unsere Partei denke. Ich möchte euch eins mal sagen, ihr, die wir ganz vorne seid bei der SPD. Ja, tut's bitteschön mehr unsere Erfolge herausstellen. Ihr tut's aber hinten drohstellen. Ihr müsst wirklich die Erfolge, was die SPD auch in der Bundesregierung macht, auch in der jetzigen Zeit viel mehr herausbringen. Und dann habe ich noch ein Anliegen. Es wird immer gesprochen von bezahlbarem Wohnraum. Es ist richtig. Aber ich bin der Meinung, ein eigenes Heim, ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung sich zu kaufen, das ist für mich immer noch, als älterer Mensch, immer noch die beste Altersversorgung. Und das sollte auch so bleiben. Nur, wie ist es heute? Heute ein junger Mensch, der zur Bank geht und den Anspruch nehmen will, dass er den günstigen Kredit kriegt, dann heißt es erst, wo bist du beschäftigt? Hast du einen sicheren Arbeitsplatz? Und das ist es, wo die SPD einsteigen muss. Es muss für jeden möglich sein, jetzt in dieser Zeit günstige Kredite zu bekommen. Nur wenn ich keinen sicheren Arbeitsplatz habe, dann bekomme ich den nicht. Und das bitte ich, schaut, dass es hinbringt. Es soll keine Zeitverträge mehr geben. Die werden abgeschafft. Das ist für mich die beste Altersversorgung, wenn sich jeder auch seinen eigenen Wohnraum schaffen kann. Danke. Und denkt dran, tut die Erfolge der SPD mehr herausstellen. Kämpft darum. So, genau, dann haben wir dann. Ich bin die Renate Huber aus Freilassing. Ich rede zu einem anderen Problem. Und vor allem liegt es mir sehr am Herzen auch das Problem der Betreuung unserer Pflegebedürftigen und Kranken anzusprechen. Ich selber bin rechtliche Betreuerin meines Mannes im Ehrenamt. Und ich habe schwerwiegende Probleme, denn ich habe einen Mann zu Hause, der durch die Betreuung der ersten zwei Betreuerinnen, die abgelöst worden sind, Rollstuhlpatient geworden ist und inkontinent. Ich habe mich, und an dieser Stelle danke ich Herrn Heiko Maas von Herzen, dass er mich nicht nur angehört hat, sondern mir beim Aufzeigen des großen Problems über 17 Seiten mit einem Beweis von 358 Anlagen Recht gegeben hat, dass der Oberstaatsanwalt an dem Problem
an dem ungelösten Problem und an damit am Krankheitsbild meines Mannes verantwortlich ist. Das ist die eine Seite und ich kämpfe jetzt, ich kämpfe nicht. Ich bin im Gespräch und mit der Generalstaatsanwaltschaft in München. Ich brauche eine BaFin-Auskunft und es gestaltet sich sehr schwierig. Das Zweite, was ich auch hier vortragen möchte, ich habe am 27.10.2017 meinen ersten geringfügigen Verkehrsunfall gehabt. Ich habe 4 Monate gekämpft, um klarzumachen, durch Bild, Dokumente, Experten, dass ich nicht schuld an dem Verkehrsunfall war. Es war ein geringfügiger Verkehrsunfall, dem durch eine Manipulierung des Polizeiberichtes ein Delikt von besonderer Bedeutung entstanden ist. Ich habe eine Fahrtauglichkeitsprüfung gemacht mit dem Ergebnis, psychisch, physisch stabil, keine Nachbesserung notwendig. Es folgt eine zweite, physisch, psychisch stabil, keine Nachbesserung notwendig. Als der Bericht kam, ja, ich komme gleich zum Ende, es wird doch gut sein. Als der Bericht kam, wusste ich überhaupt erstmal nicht, ob der mich betrifft. Denn es war aus dem psychisch-physisch stabil ein Krankheitsbild zugefügt worden, paranoide Schizophrenie. Und dieses Krankheitsbild wurde begründet mit einem Dokument, das eine Anästhesievorbereitung zu einer Schilddrüsenoperation aufzeigt. Ich bin nicht schilddrüsenkrank, ich bin auch nicht schilddrüsenoperiert. Dazu hat der Hausarzt Stellung genommen und weitere Ärzte haben begründet, es sollte überprüfen, ob eine falsche Krankenakte vorlag. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich einer erneuten Fahrtauglichkeitsprüfung überziehen sollte und die kostet 805 Euro und die kann ich nicht bezahlen. Okay. Susanne, habt ihr, haben wir das noch? Ja, also ich heiße Martin Helmer, komme aus Pieding bei Bad Reichenhall und ich möchte in die Kerbe meines Vorredners da hinten schlagen, dass in den beiden großen Koalitionen in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren, da hat die SPD, die eigentlich die gute Politik gemacht, wenn überhaupt Politik gemacht wurde von der SPD, aber sie hat sie unheimlich schlecht verkauft. Mich würde mal interessieren, die SPD hat das Willy-Brandt-Haus in Berlin und ihr habt da viele Mitarbeiter, wie viel das überhaupt sind und habt ihr da nicht irgendeinen richtigen Medienstrategen und Coaching, der euch mal coacht, dass so eine Scheiße wie letztes Jahr, wo Martin Schulz am Ende März 30% hatte und dann, weil die Hannelore Kraft, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen kam, das nicht wollte, ist er 2 Monate von der politischen Bühne verschwunden, so ungefähr wie es ist. Ne? Das ist das eine und das andere, die Natascha Kohn hat das ja auch angesprochen, wie wichtig der Klimaschutz ist, aber gerade auch SPD-Länder wie zum Beispiel Brandenburg, ne, die streiten vehement für die Kohle, für die Braunkohleabbau und ich habe mit Entsetzen gehört, wir haben die schlimmsten und giftigsten Kohlekraftwerke auf der ganzen Welt, sogar noch teilweise schlimmer als in China. Also ich denke, da müsste auch die SPD sich mal gerade machen. Es gehen 20.000, 30.000 Arbeitsplätze verloren, aber da muss man eben auch mal dann 100 Millionen in die Hand nehmen und dass dann neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber man kann nicht nur aus Klientelpolitik da als SPD dann den Schnabel halten. Wollen wir noch eine Frage machen und dann? Passt? Okay. Hallo, die Kathi aus Rosenheim, stellvertretende JUSO-Landesvorsitzende. Ich habe eigentlich 2 Bitten eher an dich, Andrea. Also einmal ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, die Mindestausbildungsvergütung. Ich weiß, ihr seid da schon sehr dran, aber bitte lasst euch da von der CDU,
CSU keinen faulen Kompromiss anbinden. Der DGB oder die DGB-Jugend hat da eine total tolle Vorlage, nach der man sich richten könnte. Und unter dem fände ich es gut, wenn man auch nicht gehen würde. Zum anderen, könnt ihr diesem Seehofer bitte endlich mal in den Arsch treten? Also es tut mir leid, aber aus Bayern sind wir halt da doch ein bisschen geprägt. Und ich finde es einfach, also ich weiß, ihr seid da auch in einer schwierigen Situation, aber wenn man einfach hört, was der so tut, ist es Katastrophe. Jetzt auch mit dem Thema, ob die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll oder nicht. Die Mehrheit ist dafür, der Seehofer traut sich da nicht, also so ein bisschen mehr einen kleinen Arschtritt oder so. Ich muss das jetzt leider so sagen, fände ich schön, wenn da von der SPD kommen würde. Danke. Soll ich anfangen oder willst du? Also wir teilen uns das jetzt ein bisschen auf, Land, Bund, zum Thema bezahlbares Wohnen und Eigenheim, dass man da einen guten Arbeitsplatz braucht und unbedingt auch einen unbefristeten Arbeitsplatz. Das ist ja auch etwas, was nicht nur im Bundesprogramm ist, sondern auf der Landesebene muss, und das steht auch in unserem Wahlprogramm, der Freistaat vorangehen. Und die, und das sind verdammt viele in unserem Land, die im Moment in die Arbeitslosigkeit hineingehen mussten, sind Lehrerinnen und Lehrer. In Bayern werden nach wie vor Hunderte, fast Tausende von Lehrern in befristeten Stellen angestellt. Das heißt, die müssen Ende Juli, wenn dann diejenigen, die sie ganz groß machen, in die Ferien gehen, die müssen aufs Arbeitsamt gehen und sich arbeitslos melden. Und hier haben wir klipp und klar jetzt auch zuletzt noch im Juli einen Antrag im Bayerischen Landtag diskutiert, mit dieser Praxis sofort aufzuhören und den Lehrerinnen und Lehrern hier in Bayern unbefristete Verträge zu geben. Im Moment sind wir gescheitert, aber die Möglichkeit, das zu ändern, ist schlichtweg am 14. Oktober. Erstens. Zweitens gehen wir auch mal noch woanders hinein. Fachhochschulen, auch Rosenheim, Universitäten. Wenn man da hineinblickt, ist insbesondere der Mittelbau und die Verwaltung, die sind so häufig in befristeten Arbeitsverhältnissen. Das wird unserem Land auf die Dauer nicht gut tun. Und da ist auch der Freistaat zuständig. Und auch hier muss er reingehen, auch in den Ministerien. Und die Vorlage, und das wird Andrea ja auch gleich nochmal erläutern, es kommt ja jetzt im Prinzip ein Zwang dazu, dass das runtergefahren werden muss. Aber wenn wir hier in Bayern regieren, und das geht, nicht nur, dass wir regieren, sondern dass wir auch die befristeten Stellen dann schlichtweg wirklich das abstellen, weil kein junger Mensch denkt dran, eine Familie zu gründen oder sein Nest zu bauen, wenn er eben nicht wirklich weiß, was mit seiner Arbeit ist. Und das ist kein Zustand. Ja? Und wenn man mal den Berichten auch von Lehrerinnen und Lehrern, das sind die, die im Moment immer am häufigsten zu mir kommen, übrigens auch Dieter Reiter, der Oberbürgermeister der Stadt München, die meisten Briefe, die er bekommt, sind von Lehrerinnen und Lehrern. Also das muss ein Ende finden. Zweites Thema, was ich noch kurz ansprechen möchte, Klimaschutz. Wir brauchen jetzt auf der Landesebene, und da müssen wir beim Klimaschutz eine Menge tun. Und Klimaschutz und Energiewende gehen übrigens Hand in Hand. Ja, das stimmt. Und wir waren nach Fukushima, dank der Demonstrationen auf der Straße, musste die CSU auch in diese Energiewende hineingehen. Und wir hatten ein gutes Konzept. Und ein Anteil in diesem Konzept von den Erneuerbaren ist übrigens auch die Windkraft. Und wenn man junge Leute fragt, was die von der Windkraft halten, dann sehen Sie das positiv. Warum? Weil das in Zukunft etwas ist, was Ihnen nicht als Erbe bleibt. Und die Atomkraft, mit der übrigens Bayern ganz, ganz groß geworden ist, in Anführungsstrichen. Also wir sind Atomland Nummer 1. Und wir haben im Moment den Ausstieg. Ja, das stimmt. Und wir brauchen auch den Kohleausstieg. Im Moment wird aber der Atomausstieg, den Bayern macht, von ganz Deutschland mitfinanziert. Damit sind alle einverstanden. Und in den Koalitionsverhandlungen, und die hat federführend Stefan Weil aus Niedersachsen geleitet, hat Stefan Weil gegen die Union durchgesetzt, dass in diesem Jahr ein klarer Fahrplan für diesen Kohleausstieg kommt. Ich als Bayerin war härter reingegangen, habe gesagt, das muss schneller gehen. Und ich habe aber eine Menge zugehört, insbesondere bei Manuela Schwesig in den Ostländern. Da bedeuten
bei den wirtschaftlichen Verhältnissen auch dort, da bedeuten, wenn man sagt, das sind nur ein paar tausend Arbeitsplätze, eine Menge. Übrigens auch politisch, was die politischen Verhältnisse bedeuten. Wenn man diese Arbeitsplätze ohne einen Strukturwandel einfach abschafft, dann haben wir da drüben ganz andere politische Verhältnisse, die niemand von uns möchte. Und deswegen müssen die Parteien, die demokratisch unterwegs sind, diesen Kohleausstieg so gestalten, dass die Leute vor Ort das auch mittragen. Und das ist aber festgelegt in diesem Ausstiegsprogramm, was jetzt auch erarbeitet wird. Und ich finde, und da bitte ich auch darum, genau hinzusehen, die Svenja Schulze, die macht einen echt guten Job. Die war jetzt auch kürzlich in Bayern. Ich finde auch übrigens bei der Automobilindustrie und Dieselskandal hat die Svenja Schulze als Umweltministerin eine sehr klare Ansicht, die ich auch teile, dass beispielsweise bei der Automobilindustrie diejenigen, die beschissen haben, die müssen das, also so drücke ich das jetzt mal ganz brutal aus, die müssen auch herangezogen werden und das in Ordnung bringen und da ist nicht der Verbraucher zuständig. Das ist auch eine klare Ansage. Und bei der Automobilindustrie von denjenigen, die sich an Grenzwerte gehalten haben, die aber jetzt auch an stärkere Grenzwerte ran müssen, da muss der Staat mit ran. Aber insgesamt für Bayern, wir brauchen auch endlich einen Luftreinhalteplan. Wir brauchen ein Klimaschutzgesetz. Die 10H-Regel muss weg. Es ist so viel möglich, auch Renaturierung der Moore und so weiter. Wir können unglaublich viel machen, man muss es nur wollen. Und da bin ich wieder bei Andrea Nahles. Es ist eine politische Entscheidung, wie ich mit Klimaschutz umgehe. Zu Horst Seehofer kann man eigentlich nur sagen, der soll jetzt endlich mal sozialen Wohnungsbau machen, oder? Dann macht er was Vernünftiges. Ja, das ist seine Aufgabe. Was der Mann macht, er ist außer Rand und Band gewesen. Juni, Juli hat das Land an den Rande einer Staatskrise gebracht. Und Andrea Nahles hat auch eines klipp und klar gesagt, wir haben auch viel darüber diskutiert. Noch einmal nicht mit uns. So. Wir unterstützen auf zwei Wegen den Wunsch, Baukindergeld wird es geben. Das hilft auch bei Krediten, weil es auf 12 Jahre angelegt ist. Für Familien mit Kindern gibt es dann entsprechende Unterstützung über 12 Jahre hinweg. Kann man mit den Banken sicher einen guten Deal hinkriegen, setzt aber wie gesagt natürlich Liquidität, auch Planungssicherheit voraus. Und deswegen haben wir, das war ja einer der harten Punkte in den Koalitionsverhandlungen, gesagt, dass sachgrundlose Befristung eigentlich nicht notwendig ist. Es gibt keine Begründung für sachgrundlose Befristung. Wir haben das nicht 100% weggekriegt, aber doch sehr deutlich wird es jetzt ein Gesetz geben, dass ein maximaler Anteil von 2,5% sachgrundloser Befristung pro Unternehmen zulässt. Und das, wenn man sich das jetzt mal anguckt, auch größere Player, je größer das Unternehmen, umso relativ weniger, je kleiner das Unternehmen, etwas mehr, aber im Grunde genommen drastische Absenkung. Was noch viel besser ist in der Verabredung, die wir jetzt umsetzen werden, ist diese Kettenbefristung, wovon übrigens auch diese Lehrer oft betroffen sind, ist auf 5 Jahre begrenzt, sachgrundlose Befristung, Befristung mit Sachgrund und Zeitarbeit dürfen zusammen nie mehr als 5 Jahre insgesamt betragen. Man mag das vielleicht für wenig halten, es ist sehr viel, denn wir haben im Durchschnitt, wenn man das alles zusammenrechnet, Ketten, ich habe Leute getroffen von 17 Jahren, 13 Jahren, 11 Jahren, 10 Jahren, das ist in Zukunft dann nicht mehr möglich. Dieses Gesetz wird nächstes Jahr kommen, wo wir die massiv machen. Was wir aber vor allem dieses Jahr schon gemacht haben, das hat vor allem Olaf Scholz umgesetzt, ist eines der größten Geheimnisse in Deutschland, wie ich feststelle. Da kommen wir zu deinem Punkt, besser verkaufende Erfolge. Richtig. Im Juli haben wir aber keine Chance gehabt mit der Nachricht, dass der Bund seine gesamten Befristungen abschafft, Tausende von Stellen entfristet hat. Beim BAMF, bei der Bundesagentur, bei nachgeordneten Behörden hat keiner mitbekommen, weil der Herr Seehofer irgendwelche Mickey-Maus-Probleme mit 5 oder 4 Leuten an der deutsch-österreichischen Grenze zu einer Staatskrise aufgeblasen hat. Was anderes kam nicht. Wir haben aber in der Seite einen Haushalt beschlossen, wo Tausende und Tausende von Stellen auf Bundesebene und nachgelagerten Behörden entfristet wurden. Weil wir gesagt haben, wir können doch nicht nächstes Jahr auf die Privatwirtschaft zugehen
und denen sagen, ihr müsst die Befristung abbauen, und selber haben wir zig Befristungen auf Bundesebene. Das können wir ja nicht machen. Und deswegen haben wir das radikal angegangen und entfristen und entfristen. Ich war hier in Bamberg bei der Bundespolizei und da haben die sich total gefreut. Da habe ich gesagt, nächstes halbe Jahr wird entfristet. Darauf haben die Leute richtig gewartet. Das war für viele ganz zentral und das ist ja überall so. Also wir reden nicht nur, was wir von anderen erwarten, wir machen auch selber. Das Geld und die Initiative dazu hat der Bundesfinanzminister ergriffen. Und insoweit kann ich sagen, sind wir da auf dem richtigen Pfad. Mitbekommen hat es in Deutschland aber so gut wie niemand. Und deswegen ist das auch nicht eine Willy-Brandt-Haus-Geschichte. Als ich den Mindestlohn eingeführt habe als Ministerin, am 1. Juli 2014 war das. Da war das die 7. Meldung in der Tagesschau. Das war die 1. innenpolitische. Die anderen 6 davor waren alles Mögliche. Damals Ägypten, alles Mögliche. Und es ist, wir können immer besser werden beim Verkaufen, aber es ist auch so, dass wir in den letzten 1,5, 2 Jahren in Wahrheit, wenn ihr euch das anguckt, sehr wenig über Innenpolitik und Sozialpolitik überhaupt berichtet bekommen haben. Diese beiden Punkte nur als Beispiel dafür. Ich könnte das, weil ich Sozial- und Arbeitsministerin war. Ich habe ja die Rente 63 gemacht. 1000 Sachen. Es ist nicht in der Wumme gekommen, wie die Probleme, die wir an anderer Stelle dann hatten. Spätestens ab 2015 gab es kein anderes Thema mehr als Flüchtlinge. Sodass die Leute mittlerweile teilweise auch glauben, dass das das Hauptproblem in Deutschland ist. Wisst ihr, was die eigentliche Nachricht ist, die nicht kommt oder nicht groß? Dass bereits von diesen Flüchtlingen 307.000 in sozialversicherungspflichtige Arbeit sind. Hat nicht dieselbe Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben 28.000 Ausbildungsverträge im letzten Jahr gemacht. 26.000 jetzt schon, die von denen ich weiß, dieses Jahr gemacht. Es ist doch nicht so, dass da nichts passiert. Es wird immer nur das berichtet, was schief geht. Und es geht auch was schief. Und es muss auch besser werden. Überhaupt keine Frage. Aber es geht auch vieles. Und zwar auch, weil viele Ehrenamtler und viele Mitarbeiter der Bundesagenturen überall sich kümmern, dass die Leute auch integriert werden. Ich behaupte einfach mal, dass es für die SPD sehr zentral ist, dass dieses Land auch wieder über was anderes redet, dass wir dann unser Wort halten und das umsetzen, was wir verabredet haben und Ziele formulieren, die über das hinausgehen, was wir eben auch bei Rente und bei anderen Sachen diskutiert haben. Pflege ist ein weiteres Thema, was hier angesprochen wurde. Und man hat das sehr deutlich gespürt, wie das die Menschen ganz konkret in ihrem Alltag beschäftigt und belastet. Und es gibt vieles dazu tun. Ich kann nur hoffen, dass Jens Spahn, der ja regelmäßig sich mit dem amerikanischen Botschafter zum Abendessen trifft, auch noch neben allem anderen, er hat jetzt ein Buch veröffentlicht, er löckt jedes Interview gegen Frau Merkel, er hat mehrere Seiten im Fokus diese Woche gehabt, dass er Bundeskanzler werden kann. Ich sage mal, der kann überhaupt mal drüber nachdenken, Bundeskanzler werden zu wollen, wenn er mal was geleistet hat in der Pflege. Das wäre mein Kriterium, aber nicht einfach nur, weil er es gerne wird. Und das kann jeder sich hinstellen in Deutschland und sagen, so, ich würde es gerne werden. Man muss auch was liefern. Und da fehlt es mir noch. Und ich sage euch, wir Sozialdemokraten werden ihn nicht daran hindern. Mehr und bessere Bezahlung für Pflegekräfte ist das A und O. Mehr Personal auf den Stationen, auch nachts. Alles verabredet im Koalitionsvertrag. Junge, setz dich auf den Hosenboden und mach. Denn das ist, was die Menschen erwarten, dass wir bei der Pflege aus dieser Notstandssituation überall rauskommen und mal wieder Luft haben, auch die Mitarbeiter mal Zeit haben, um mit den Älteren auch ein Wort zu reden und mal vielleicht einen Kaffee zu trinken. So sieht es leider in Deutschland nicht überall aus, sondern das ist etwas, was wir erreichen müssen. Milliarden werden da zur Verfügung gestellt. Ich bin auch bereit, wir konnten jetzt die Arbeitslosenbeiträge, können wir senken. Dafür auch auf der anderen Seite die Pflegebeiträge anzuheben, wenn das dann auch in den einzelnen Bereichen auch für die Menschen ankommt, bin ich gerne bereit. Denn es ist ein Nullsummengeschäft am Ende für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es ist ein Gewinn für die, die gepflegt werden müssen und für die, die pflegen.
denn die brauchen tatsächlich unsere Unterstützung. Ich bin also sehr entschieden dafür, dass das ein zentrales Thema neben Rente, bezahlbarem Wohnraum ist, Pflege, für mich das dritte große sozialpolitische Thema für die nächsten Jahre. Und weißt du, Martin, du hast gesagt, dass Willy Brandt und so, da arbeiten 200 Leute, sind 40 weniger als noch vor ein paar Monaten. Warum? Weil wir kein gutes Wahlergebnis hatten und wir auch Leute, die gut waren, entlassen mussten, weil wir sie nicht länger halten können. Aber darum geht es nicht. Keine andere Partei war so ehrlich mit ihren Fehlern, hat einen Bericht dazu von extern erstellen lassen. Und jetzt kommt die Pointe, den haben wir sogar noch veröffentlicht. Ich habe gezuckt. Ich habe 5 Tage überlegt, ob ich das tun soll. Weil da stehen nur unangenehme Sachen für uns drin. Ich habe es trotzdem gemacht. Ja, aber mit Verlaub, ja, ich habe den Eindruck, jetzt haben wir es veröffentlicht, jetzt ist es abgehakt. Ich lebe aber jeden Tag mit den Baustellen, die da sind. Und die AfD hat 30 Leute, die den ganzen Tag nur Social Media und Facebook machen. Als ich ins Willy Brandt-Haus kam, hatten wir 3 Leute befristet. Wir sind komplett untermotorisiert, was das angeht. Also müssen wir Kraft anstrengen, Mittel, dass das klappt. Also, es gibt viel zu tun. Ich bin jetzt 4 Monate Parteivorsitzende. Lass uns noch mal in einem Jahr reden und dann können wir reden darüber, was alles gemacht wird. Es liegt nicht an einem PR-Spezialisten. Es gibt, glaube ich, ein bisschen mehr zu tun als das. Aber wenn ein guter PR-Spezialist bei dir im Bekanntenkreis ist, der nicht viel Geld will, kann er sich gerne bei mir melden. Ich habe kein Problem, wenn er sich dann bei mir meldet. Ja, also das sage ich dann auch. Wisst ihr, die Leute verlangen immer nach unverstellten Politikern. Aber in Wirklichkeit, ne, ich mache einen Witz, echt war ein Witz, mit Fresse und so. Dann wird darüber wochenlang geredet. Es wird aus dem Kontext rausgerissen. Alle denken, ich hätte das ernsthaft irgendeinem gesagt. Blödsinn. Nee, ich habe eins wieder gelernt in den letzten Wochen. Unverstellte Politiker scheitern hier in Deutschland. Am Ende haben aber die Leute das Gefühl, ja, die sind ja alle verstellt, die Politiker. Ja, woran liegt's? Vielleicht fehlt mir einfach ein PR-Spezialist, der mir das nochmal genauer erklärt. Mindestausbildungsvergütung, ja, aber ich weiß nicht, das DGB-Modell habe ich noch nicht im Detail gesehen. Wahrscheinlich ist es zu teuer, ich gucke es mir trotzdem an. Zweitens, Seehofer, Katastrophe, richtig, aber vor allem für das finde ich ihn katastrophal, was er nicht tut. Er tut Schwätzen, macht Masterpläne. Er hat das Monsterministerium, Heimat, ländliche Räume, wo ich auch lebe im ländlichen Raum. Ich hätte auch gerne mal schnelles Internet. Da ist der Scheuer für zuständig. Und dann haben wir auf der anderen Seite Wohnungsbau, Bauwesen, alles, was er machen könnte. Und natürlich auch Innenpolitik, Polizei. Das ist ja jetzt nicht nur BAMF, sondern das ist die gesamte Bundespolizei. Der hat wirklich eine Menge zu tun. Er soll mal machen, damit es besser wird. Er hat die letzten Jahre auf, ich war höchstpersönlich im Kabinett dabei, auf dem Demisier eingetroschen, war alles nicht passend, musste immer der Herr Herrmann kommen, hat auch nicht geholfen. Ich sag mal, Katastrophe ist, wenn die Minister ihren Job nicht machen. Und ganz bestimmt Minister, die wichtige Felder in diesem Land abdecken. Und dass die Menschen in diesem Land sich unsicherer fühlen, weil diese Welt in Unordnung geraten ist, weil sie teilweise nicht wissen, wie sie umgehen mit Veränderungen, weil sie das Gefühl haben, dass hier mehr Leute sind, die sich nicht an die Regeln halten. Da hat doch ein Innenminister den ganzen Tag zu tun. Da muss er sich doch nicht um 4 Leute, die an der Grenze abgefangen werden, kümmern, verdammt nochmal, und die ganze Republik in Aufregung bringen. Der soll mal seinen Job machen. Das nervt. Ich sage es nochmal laut, sie hat 40 Gesetze gemacht, als sie Ministerin war, und der noch kein einziges. Gut, Seppi, wo bist du? Ah, hier. Ja. Mein Name ist Stauffenbiel, wohnhaft in Kieming, neben Spatzels, aber ursprünglich aus NRW kommend, deswegen so akzentfrei. Dagmar Freitag ist eine persönliche Bekannte von mir.
So, ich habe Folgendes. Ich würde, wenn man den Umfragen glaubt, geht es ja für die CSU diesmal ziemlich in den Sinkflug. Aber für die SPD auch noch nicht unbedingt in den Steilflug. Da sind noch die Grünen. Meine Anregung vielleicht an Sie, Frau Kohn. Sie haben es jetzt in der Diskussion ja auch, weil es angesprochen wurde, schon mehr getan, auch über die Themen des Klimawandels. Wir hatten jetzt diesen heißen Sommer und da hat einer vom WWF so schön gesagt, die Kanzlerin hat es verpennt. Die hätte einfach mal jetzt einen Klimagipfel einrufen sollen und den Leuten, die jetzt empfänglich waren, jetzt wo das Wetter wieder sich abkühlt, kann sich das Thema allmählich auch schon wieder ein bisschen so aus den Medien, schleicht es sich wieder davon. Können Sie nicht solche Veranstaltungen, Kohnen Plus, dass Sie zum Beispiel auch mal neben einer Spitzenpolitikerin so jemanden wie Professor Harald Lesch oder Herrn Professor Schellenhuber, der war vor 14 Tagen bei Anne Will, und was der da gesagt hat über diese Umweltfragen. Und Frau Svenja Schulze musste sich sagen lassen in der anderen Sendung bei Maybrit Illner vom Herrn Habeck, dass bis 2020 CO2 weiter ansteigt, die Ziele nicht erreicht werden, die Leute auf 2030 verdröselt werden. Also könnte die SPD nicht auch dieses Thema noch so ein bisschen mehr in den Fokus rücken, denn warum wollen so viele auf einmal die Grüne wählen? Die Grünen wählen, das geht doch offensichtlich, weil das Umweltthema jetzt elektrisierend ist. Punkt 1. Punkt 2 geht schneller. Ich lade alle, die hier sind, ein. Nicht, weil ich ein AfD-Mann bin, das möchte ich ausdrücklich betonen, ja? Aber die machen nächste Woche Montag in Sondermoning im Gasthof Zenz mit Frau von Storch eine Veranstaltung. Ich will da hingehen, damit da nicht nur die mit dem zugenagelten Kopf sitzen, sondern auch in der Diskussion dagegen, dass möglichst viele da hinkommen, damit die sehen, es sind, damit sie von ihrer Wolke herunterfallen, dass sie glauben, dass sie die große Unterstützung haben, dass sie merken, nicht nur in Chemnitz, auch in Bayern gibt es Leute, die gegen AfD sind. Ja, ich denke, ich gehe jetzt mal davon aus, der Seppi, wo ist er? Ihr seid da auch am Start, wenn die kommen. Ich bin mal gespannt, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ob Sie da überhaupt drin bleiben dürfen. Aber gut, das seien wir mal dahingespannt. Die Erfahrungen, die wir machen, ist, dass alles, was nicht, sag ich mal, zugemauert ist, auch raus soll aus dem Saal. Aber ich bin gespannt. Zu dem anderen Punkt. Es gibt Erwartungen der Menschen an die SPD. Und diese Erwartungen, die werden auch sehr klar formuliert. Und die bayerische SPD hat meinen Augen einen Fehler gemacht in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Wir sind immer mit einem Bauchladen an Themen herumgelaufen und wir haben auch wirklich für alles, und das haben wir auch wieder diesmal, natürlich auf viele, viele Antworten, nicht immer auf alles, das ist überhaupt bei keiner Partei möglich, aber wir haben sehr, sehr viele Antworten und auch eine sehr klare Haltung und Programmatik. Aber die Menschen müssen spüren in Bayern, was ist denn die SPD? Und wir haben uns mit Wissenschaftlern in den letzten Jahren und nicht erst vor kurzem, sondern wirklich über die Jahre hinweg auseinandergesetzt, was erwarten eigentlich Menschen von der SPD? Und da war eine klare Erwartung, ihr müsst dafür sorgen, dass ich in diesem Land wohnen kann, leben kann, dass ich das noch bezahlen kann. Es ist die Erwartung von Familien, die sagen, ihr könnt das auch, dass ihr das hinkriegt, Familienpolitik zu machen, die, von der jeder was hat, sprich kostenfreie Kita, gute Qualität von Kitas, dass das zusammengeht. Und die Erwartung, ihr müsst dafür sorgen, dass wir einen sicheren Arbeitsplatz haben und ihr müsst uns helfen bei der ganzen, wir sind ja wirklich ein Industrieland nach wie vor, wenn ich jetzt zum Beispiel Burghausen, wenn wir die Automobilindustrie, da ist die Erwartung, dass die SPD als Partei der Arbeit klare Antworten gibt, wie es denn weitergeht in der Zukunft, auch wenn die Digitalisierung, die wird nicht benannt, aber sie wird gefühlt. Und diese drei Themen sind in klarer Erwartung an die SPD. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren auch bei diesen Themen so extrem zugespitzt. Und das, was Andrea Nahles beschrieben hat, was der SPD
Und erinnern Sie sich beispielsweise an dieses TV-Duell, in dem Martin Schulz drin saß? 40 Minuten ging es nur um ein Thema, was die Medien rauf und runter gejagt haben. Natürlich hätte einer aufspringen müssen und sagen müssen, so geht's nicht weiter, man muss jetzt hier einfach mal über auch andere Themen, es waren dann 4 Minuten über soziale Themen. Und wir in diesem bayerischen SPD-Wahlkampf, wir haben jetzt zugespitzt auf diese 3 Themen, damit die Leute auch klipp und klar, dass wir fühlbar werden, dass wir ein klares Profil kriegen, dass man sagt, die SPD, die kann diese Themen, die ich auch von ihr warte, lösen. Die Klimafrage, die zieht sich nicht nur in eine Debatte, wie ich jetzt zum Beispiel ein Klimagesetz mache, ein Klimaschutzgesetz, überfällig. Wir haben es 4-mal im Bayerischen Landtag diskutiert in dieser Legislatur, sondern das Thema Klima zieht sich zum Beispiel durch den Wohnungsbau. Es zieht sich aber ganz genauso durch das Thema Arbeitswelt. Also das ist ein soziales Thema, was sich auch darin findet. Was ich aber nicht mache, ist jetzt zu glauben, ich würde als SPD, wenn ich die Zuspitzung jetzt genau in diesem Thema nehme, in die Konkurrenz zu den Grünen gehen. Wir haben eine ganz klare sozialpolitische und ökologische und soziale Politik, beides zusammen. Das haben die Grünen definitiv nicht. Und das unterscheidet uns auch von den Grünen. Wo die Grünen sich im Moment leichter tun, und das spürt auch Andrea und das spüre ja ich hier auch insbesondere in Bayern, die Grünen sind in Berlin in der Opposition und da kann der Herr Habeck nämlich der Svenja Schulze viel um die Ohren hauen. Svenja Schulze muss Dinge umsetzen in einer Konstellation, wo wir nicht unseren Traumpartner unbedingt gefunden haben, aber wo wir versuchen, diesen Staat voranzubringen, dieses Land voranzubringen. Und die Grünen tun sich viel, viel einfacher im Moment, frei sozusagen in Anführungsstrichen und immer schön dagegen. Das funktioniert aber eben nicht, wenn man in der einen Situation ist, man ist in der Regierung und dann ist man in der Opposition. Das ist nicht so einfach. Wir haben aber eine sehr klare Haltung. Es ist übrigens nicht besonders einfach, auch was die mediale Berichterstattung betrifft, weil das sich auch immer, ich sage nur Thema bayerisches Familiengeld. Das ist nämlich wirklich unanständig, was Söder da im Moment macht mit dem bayerischen Familiengeld. Ich sage Ihnen kurz, was das ist, das bayerische Familiengeld. Da will die CSU Söder jetzt mit einer neuen Regierungserklärung, wollte jetzt den Familien angeblich ja unglaublich viel weiterhelfen und schenkt jetzt den Eltern von 1- und 2-jährigen Kindern pro Monat 250 Euro. Die meistgestellte Frage an mich ist, Frau Kohnen, wenn der das verspricht, ich habe ein Kind, das ist 3, 4, 5, 6. Was kriegt denn eigentlich das Kind? Nichts. Und die zweite Frage ist, wenn jemand Eltern Topverdiener sind, brauchen die das Geld? Nein, brauchen sie nicht. Aber was alle Kinder brauchen, ist einen anständigen Kita-Ausbau, damit Alleinerziehende, wo beide arbeiten müssen, beide arbeiten wollen, dass die eine anständige Kinderbetreuung haben. Und was jetzt Söder macht und im April, als er das verkündet hat, wissen Sie, was ich dann gemacht habe? Ich habe als erstes bei meinem Kollegen Hubertus Heil im Bund angerufen und gesagt, hör mal, dieses, was Söder hier verschenken will, das wird doch wahrscheinlich nach Bundesrecht auf Hartz IV angerechnet. Und ich habe diese Frage aus einem ganz bestimmten Grund gestellt, weil die CSU, als sie das sogenannte Betreuungsgeld verteilt hat in Bayern, das waren ja 150 Euro, wenn sie ihr Kind nicht in die Kita schicken, sondern zu Hause haben, kriegen sie da 150 Euro geschenkt. Da hat die CSU darauf bestanden, dass das auf Hartz IV angerechnet wird, weil man nicht wollte, dass Hartz IVler einen Anreiz haben, nicht zu arbeiten. Und jetzt hat er ein Wahlgeschenk gemacht und jetzt verlangt er plötzlich von einer Bundesebene, hey, ihr müsst es möglich machen, weil ich will es schenken. Ich weiß aber ganz genau, ich breche Bundesrecht, auf das er selber vorher bestanden hat. Das ist nicht einfach, aber das ist unanständig, was er da macht, weil er im Prinzip Familien zum Spielball von Politik macht. Ich sage nämlich eines, der zahlt das jetzt angeblich aus. Es ist ihm wurscht, was die Bundesebene sagt. Wissen Sie, was ich dann dem Söder sage? Dann gehen in die Familien, die Hartz IV bekommen, denen jetzt angeblich das Geld geschenkt wird. Wissen Sie, was da kurz vor Weihnachten passiert? Diese Familien müssen das Geld zurückzahlen, weil er sein Wahlgeschenk unbedingt vorher verteilen wollte, wissend, sehenden Auges, dass er Bundesrecht bricht. Und das ist etwas, das ist unanständig. Und dann werden sich Menschen wieder von der Politik abwenden, weil sie sagen, das ist widerlich, was hier gemacht wird. Und das ist etwas, das ist für mich ein unanständiger Wahlkampf. Und das ist genau das, was die Menschen sowas von verdrießen lässt. Die haben dann keine Lust mehr auf Politik. Und das ärgert mich. Und nochmal jetzt zurück zu Ihrer Frage. Wir werden die sozialen Themen in den Vordergrund stellen, weil das ist Sozialdemokratie. Und das hat eine Haltung und die wollen wir auch wirklich, wir müssen die auch durchhalten, damit die Menschen wieder sagen, was
was die sagen, das ziehen die auch durch. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten zum Teil nicht gemacht haben. Deswegen müssen wir auch wieder eine klare Haltung nach vorne bekommen und ein echtes Profil. Und ich laufe nicht den Grünen hinterher. So. So. Jetzt geht's. Genau, uns wurde gesagt, dass wir leider keine weiteren Fragen jetzt nicht mehr schaffen, zeitlich. Wir haben jetzt über 2 Stunden und es gibt nur Folgetermine, oder also die Leute müssen weiter, weil morgen ja Agilamos ist. Es tut uns wirklich leid. Also die beiden Rednerinnen müssen da reden und nicht Bier trinken. Aber Seppi, eins muss man auch sagen, beim Gilamos waren noch nie 2 Frauen auf einen Haufen, die dann im SPC-Zelt geredet haben. Also auch das geht, Andrea. Genau. Also es waren nur ein Haufen Fragen, tut uns wirklich leid. Wir haben als SPD hier in der Region auch noch weitere Veranstaltungen. Wir haben eine Bundestagsabgeordnete, die alle Anliegen gerne weitergibt. Wir als Kandidierende stehen natürlich auch jederzeit für Fragen und ähnliches Anliegen zur Verfügung. Liebe Andrea, liebe Natascha, uns hat es wahnsinnig gefreut, dass ihr hier wart in Bergen, in einer ländlichen Region, in einer kleinen Gemeinde, dass wir euch hier gehabt haben. Und wir haben uns natürlich auch nicht lumpen lassen und haben noch ein Buchgeschenk und dann noch ein bisschen Stärkung mitgebracht. Genau. Also wir wissen, dass ihr beide Bücher liebt und liest natürlich. Und ja, ich kann nur sagen, ich bin natürlich beim Debattencamp dann im November dabei. Wenn ihr das schon habt, dann müsst ihr Bescheid geben und ihr kriegt eine Alternative. Einmal Natascha. Und das ist was Selbstgemachtes vom Seppi. Genau, ich bin ja auf einem Hof aufgewachsener und wir brennen auch selber Schnaps daheim. Und deswegen, ihr habt es ja daheim in Berlin mit, ihr habt es ja in Berlin mit dem Horst Seehofer, mit dem Dobrindt und ähnlichen Leid nicht immer einfach. Und wenn es zu hart wird, liebe Natascha, du hast mit Markus Söder, glaube ich, hast das auch nicht immer ganz einfach. Wenn es zu hart wird in den nächsten 6 Wochen oder darüber hinaus, dann trinkt es ein Stammball. Und ja, wir wünschen euch morgen ganz viel Erfolg auch am Gilamos in Abensberg und eine gute Heimreise. Und Ihnen allen wünsche ich natürlich auch eine gute Heimreise und echt super, dass so viele da waren. Herzlichen Dank.